Oh nee. Oh nee. Herzlich willkommen, es ist wieder Freitagnachmittag und was kann man da Besseres machen, als Unnähe zu schauen? Ich freue mich total, ich habe nämlich eine wunderbare Gästin heute hier, ich sage es mal einfach so, die Inge Solte Sixsparrer ist da. Hallo. Ja. Hallo Britta. Ich freue mich, dass du wieder bei uns bist, du hast ja schon einmal uns beehrt im Blabla-Café und wir haben gesagt, wir machen nochmal eine Sendung zusammen und hast gleich noch Verstärkung mitgebracht. Wen hast du mitgebracht? Ja, ich bin heute hier mit den angehenden Meistern aus dem Schneiderhandwerk, das heißt unsere Meisterschüler sitzen hier. Ja. Und das sind 5 an der Zahl, eine sehr kleine, aber sehr engagierte, talentierte, motivierte Klasse. Mhm. Und unser Nachwuchsschneider aus unserem eigenen Atelier, Jochen, unser Auszubildender, der irgendwann natürlich auch mal die Meisterprüfung machen wird. Und man kann ja gar nicht früh genug damit anfangen. Da mal reinzuschnuppern. Ja. Genau, unser Thema ist heute Unplugged. Also wir haben heute keine einzige Nähmaschine heute hier, weil die Inge gesagt hat, nee, wir müssen mal einen Fokus hier auch mal aufs Handwerk legen, auf die Handarbeit. Ja. Und dann wollen wir so ein bisschen rausstellen über die verschiedenen Techniken, die die Damen und Herren hier heute machen, was so besonders ist und was so wichtig daran ist, dass man das auch so ein bisschen beherrscht und Gefühl dafür bekommt. Ja, das stimmt. Also wir haben bewusst auf Nähmaschinen verzichtet. Das ist einfach so ein Erfahrungswert von mir, dass viele Nähbegeisterte meinen, sie könnten ganz ohne Nadel und Faden auskommen. Ja. Und wir kommen ja nun mal alle aus dem Handwerk und wir wollen einfach mal zeigen, wie schön es ist und wie viel Spaß es macht, nur mit Nadel und Faden zu nähen. Also auch damit kann man ganz tolle Erfolgsergebnisse und schöne handwerkliche Ergebnisse erzielen. Und deswegen haben wir uns heute auch für ganz unterschiedliche Arbeiten entschieden. Also jeder unserer Meisterschüler wird eine andere handwerkliche Technik zeigen, damit unsere Zuschauer natürlich auch sehr davon profitieren. Genau. Die Zuschauer dürfen auch jederzeit, also ihr dürft jederzeit Fragen stellen. Der Chat ist online. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, live mit der Inge in Kontakt zu treten und zu fragen und schnapp. Genau, ganz jetzt praktisch. Geht's los. Jetzt genau. Geht's los. Wir starten jetzt den Timer. Ich begrüße das ganze Team mal eben kurz. Der Kurt ist da, der darf loslegen. Der Martin ist hinter der Theke und alle Kameraleute sind da. Wir haben auch Gäste und wir haben noch einen Zusatzgast und der Kevin ist da. Und ich glaube, jetzt gehen wir erstmal einmal ganz kurz rum und stellen erstmal deine Klasse vor. Sollen wir das machen, bevor du hier so weiter? Genau. Ja, genau. Dann kommen wir gleich wieder hier hin und dann können wir uns noch dem hier widmen. Wir halten es schon mal so rein. Du ja, das ist das NGB. Genau, das NGB. Mein neuestes Buch, in dem es auch um das Thema Handarbeiten geht. Und man kann das gewinnen, wenn wir nachher hier etwas zum Reißverschluss einnehmen. Genau, sagen, also ne? Während dranbleiben und während der Sendung. Mhm. Genau, das müssen wir noch einmal gucken, dass der Sender das gut reinkriegt. Also während der Sendung aufpassen. Eine Autogrammkarte gibt es übrigens auch noch. Ja, eine Autogrammkarte muss da, ist ganz klar. Ohne Autogrammkarte weiß man ja auch gar nicht, wo man stecken geblieben ist. Ne? Also stimmt. Als Lesezeichen. Ja. Gut, also gut aufpassen während der Sendung. Die Inge stellt dann irgendwann die Frage zu dem Thema bezüglich hier, ne? Reißverschluss. Ja. Und wer dann als erstes im Chat dabei ist und die Antwort richtig eingetippt hat, der bekommt dieses wunderbare Buch. Jetzt gehen wir mal einmal rum. Ja. Wir fangen mal hier hinten direkt an. Ja, das ist die Julia. Hallo. Die Julia. Ja. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Freue mich total. Und Julias Steckenpferd sind Handknopflöcher. Also Knopflöcher nicht mit der Nähmaschine, sondern Handknopflöcher, die komplett Stich für Stich mit der Hand genäht werden. Okay. Und da kann Julia am besten selbst noch mal was zu sagen. Kriege ich davon noch mal eine Großaufnahme, weil das ist wirklich mega interessant, wenn der Sento vielleicht genau einmal hier hinkommt. Dann können wir dann nämlich noch mal einmal einen Blick drauf werfen. Julia, magst du dazu noch mal ein bisschen was erklären? Ja, ich habe jetzt als erstes mal damit angefangen, den Faden vorzubereiten. Und zwar wird der, ist das eine Nähseide in 30er Stärke und die wird dann erstmal gebügelt und idealerweise auch gewachst, dass es einfach schöner durchrutscht und gleichmäßigere Knötchen gibt. Okay, jetzt springe ich sofort dazwischen. Ja. Also ich habe auch schon mal ein Handknopfloch gemacht, obwohl ich nicht im Handwerk gelernt habe. Ich komme ja aus der Industrie. Und gebügelt habe ich den Faden natürlich nicht, dafür ist wahrscheinlich keine Zeit. Und gewachst auch nicht. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen oder möchtest du was dazu sagen, ihr beiden? Ja, also man nimmt einfach eine weiße Wachskerze. Wir stellen uns jetzt mal vor, das wäre eine weiße Wachskerze. Ja. Und man zieht den Faden
Man zieht den Faden dann so über diese Wachskerze. Ja. So. Und dann hat es gleichzeitig noch so ein bisschen Glanz. Ein bisschen Glanz, genau. Und dann geht man damit zum Bügeleisen und bügelt einmal mit dem Bügeleisen hier drüber. Ja. Dann es trägt dazu bei. Man sieht das ja hier, dass der Faden sich immer so ein bisschen aufdreht. Ja, genau. Ne? So. Ja. Und wenn der Faden gewachst und gebügelt ist, dann schließt man das im Grunde aus. Und der Faden gleitet quasi ganz geschmeidig durch den Stoff. Ich bin jetzt schon begeistert und weiß, 90 Minuten werden nicht ausreichen. Wenn das so weitergeht, dann können wir noch bis morgen früh zusammen reden. Wir werden hier heute ganz viele Tipps und Tricks Wahnsinn. Aus dem Nähkästchen verraten. Ja, das war ganz toll. Das wusste ich noch gar nicht. Toll. Und hier sieht man auch nochmal sehr schön, also wir legen ja großen Wert darauf, dass wir beim Handarbeiten auch mit Fingerring und Fingerhut arbeiten. Ja. Das ist ja so das Alleinstellungsmerkmal der Maßschneider. Ja. Und wenn man den ganzen Tag also nur mit Nadel und Faden näht, dann weiß man am Abend auch, das wie schön es ist, wenn man den Fingerhut aufhat. Auf jeden Fall, ohne Fingerhut geht das nicht. Mhm. Okay, Julia, du willst noch mal kurz erklären, was du jetzt machst. Also ich habe es verstanden, bügeln und wachsen als Tipp. Und dann geht es eigentlich schon los. Man markiert sich die Knopflochposition und man kann das entweder mit der Maschine umsteppen oder man kann das auch von Hand mit ganz kleinen Stichen umstechen. Okay, das zeigen wir noch mal einmal groß in die Kamera. Das kannst du vielleicht noch mal einmal machen, damit man das sieht. Jetzt hast du es mit, du hast das es jetzt mit, einem, mit Schwarz hast du das genau, jetzt das vorgenäht. Ist jetzt hier mit einem dunklen Faden einmal vorgenäht, damit quasi die beiden Stofflagen erstmal miteinander verbunden sind und ein schnelles Ausfransen verhindert wird. Okay, und dann ist da noch ein Loch. Genau, das ist machst ganz du auch klassisch, vorher rein. Ganz klassisch mit der Knopflochzange, wie man das so kennt, wird das da oben reingemacht, dass man eben dieses Augenknopfloch später also bekommt. Also für Mäntel und genau, für wie man das hier auch sieht. Jacken das ist so ein ganz klassischer. Ach, hast du schon gemacht an dem? Ja, das ist super. Genau. Sollen Sie mal aufstehen? Alles gut. Ja, dass man das sieht. Genau, also das sind jetzt eine meiner ersten Knopflöcher gewesen. Ja, dafür sind es aber schon bemerkenswert gut, oder? Genau, also so sieht das, soll das am Ende aussehen. Was sagt der kritische Blick? Ja, ich bin auch überrascht, aber ich habe ja schon gesagt, das sind sowieso sehr talentierte Schüler. Okay, also ich, das ist schon, guck mal, das ist ein großes Lob. Ja, danke. Ja. Ja. Sehr schön. Ich habe die passend angezogen heute. Und dann geht es eigentlich weiter damit, dass man erstmal mit dem Faden hier diese Seele sticht sozusagen. Ja. Die dem ganzen Knopfloch eben... Ja, dass man die Farbe, dass es die Farbe ein bisschen intensiver wird und dass das Ganze auch ein bisschen mehr Volumen bekommt. Okay. Ja. Und dann wird es jetzt da rumgestochen. Genau. Da gibt es jetzt einen speziellen Stich. Magst du uns den einmal vorführen? Genau, also man fängt an, ich habe hier unten schon zwei Knötchen gemacht. Und dann, das viele kennen diesen unter, die kennen den Stich hier unter dem Knopfloch- oder Knötchenstich. Ja. Und dann fängt man eben an, diese... das hier ist jetzt natürlich der Klassiker. Das ist der Vorführeffekt. Das ist immer so. Dann hat man da, und selbst wenn das passiert, dann zeig mal, was du da gerade machst. Der Faden hat sich jetzt ein bisschen verdreht und du hast einen Knoten reingemacht, weil wir gerade so viel rumgeredet haben. Ja. Also heißt das nur vorsichtig wieder lösen. Richtig. Auch das passiert beim Handarbeiten manchmal, ne? Wenn man so ein bisschen unkonzentriert ist, oder? Ja, und es lässt sich auch nicht immer lösen. Leider nein. Also wenn ich das jetzt nicht löse, muss man auch in den sauren Apfel beißen und abschneiden und nochmal neu anfangen. Also wenn das jetzt der saure Apfel werden sollte, dann gehen wir nochmal rum. Ja, und dann sehr gerne. Ich versuche mal mein Glück. Also wir werden uns dann gleich bei diesem Knopfloch weiter, sonst machen wir das. Ach, guck mal, gelöst. So. Der wollte eigentlich nur nochmal auf sich aufmerksam machen, der Faden. Genau, und dann legt man den Nähfaden in die Richtung, in die man die Knötchen macht und sticht dann von unten in diese Schlinge ein. Ja. Das ist ganz wichtig, dass eben dieser Knoten entsteht und sich nicht nur die Fäden umeinander wickeln und kein Knoten, sondern nur so eine Wicklung entsteht, die dann nicht stabil ist. Also von unten in diese in die Schlinge rein. Und dann wird es zugezogen. Ein bisschen angezogen. Das nicht zu fest. Genau, nicht zu fest, aber auch nicht zu locker. Und dann macht man Knötchen für Knötchen. Und achtet natürlich darauf, dass man hier immer exakt in derselben Reihe bleibt. Im selben Abstand. Damit es auch schön wird. Genau, und dass der Abstand zwischen den Knötchen auch stimmt. Wow. Okay. Ja, das war jetzt schon sehr eindrucksvoll. Danke, Julia. Mega cool. Und ja, wie lange brauchst du jetzt dafür? 90 Minuten? Wie viel schaffst du da? Ja, gute Frage. Ich rechne mit allem Vorbereiten für 4 bis 5 Knopflöcher so ungefähr eine Stunde, bis man die Positionen bestimmt hat und alles vorbereitet hat. Also
wie gesagt, hier jetzt diese Vorbereitungen sind schon damit einberechnet. Dann kommen wir gleich nochmal rum und gucken, wie weit wir gekommen sind. Ja. Ja, gar nicht so einfach. Ja. Wie wichtig ist das, Inge, dass da jetzt sowas auch wirklich gut gearbeitet wird? So ein Knopfloch ist ja auch an der vorderen Kante und immer sichtbar. Und da, was ist der Unterschied jetzt von dieser wirklich zeitaufwendigen Handarbeit zum industriellen Knopfloch? Ja, also das Knopfloch muss sehr dicht gestickt werden. Ja. Also es trägt zur Stabilität des Knopfloches bei. Und es sollte natürlich wirklich ein Stich aussehen wie der andere. Also ein Knopflochschlingen ist wirklich Konzentrationsarbeit. Und es gelingt einem auch als Anfänger in der Ausbildung oder auch für unsere Nähbegeisterten zu Hause nicht das erste Knopfloch. Ja, man muss 10, 20, 30 Knopflöcher schlingen und erst dann geht es einem geschmeidig von der Hand. Aber wie heißt es so schön? Übung macht den Meister. Übung, genau. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel dafür. Ich finde sie ja immer ganz toll. Mhm. Also es sind schon besonders und mit dem Wachsen. Das war ein super Tipp. Und es ist natürlich ein ganz hohes Qualitätsmerkmal bei der Maßanfertigung, ein handgeschlungenes Knopfloch. Mhm. Also ein Maschinenknopfloch ist für uns ein absolutes No-Go. Geht gar nicht, ne? Geht gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Im Handwerk. Das hat auch sowas mit Handwerksehre zu tun, ne? Ja, das ist ja auch ein komplett, also es ist ja auch ein Unterschied und eine besondere Sache, etwas handgefertigt zu bekommen und eben was Exquisites und was Außergewöhnliches zu bekommen. Das stimmt. Ja. Ich denke, wir werden das sicherlich nachher nochmal begutachten. Ja. Wir lassen sie jetzt mal in Ruhe. Genau, wir lassen sie jetzt mal in Ruhe. Weil der schwierige Part kommt erst noch. Der schwierige Part ist das Auge vorne. Ja. Dann kannst du gleich nochmal rufen und sagen, jetzt bin ich beim Auge angekommen. Jetzt geht's ins Auge. Jetzt wollen wir nochmal gucken. Ja. Jetzt geht's ins Auge. Ja. Ja, dann gehen wir noch zum nächsten Kandidaten hier. Zu deinem Auszubildenden. Ja, genau. Hallo Jochen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf. Ja, ich freue mich auch. Sag mal, das sieht ja jetzt auch schon nach einem etwas größeren, fertigen Teil aus. Was hast du hier in der Hand? Genau, richtig. Wir können das auch einmal noch zur Kamera von vorne drehen, dann sieht man das besser. Das wird eine Herrenweste, in dem Fall auf meine Maße, netterweise. Guck mal, ich hab eine Damenbüste hier. Es wurde mir in der Vorbesprechung natürlich nicht gesagt, ja, Büsten sind gut, ich hol mal raus, aber an Herrenbüste habe ich nicht gedacht. Wunderbar zum Arbeiten, bitte. Ja, okay. Das ist gar kein Problem, das stört mich geheizt davor. Gut. Wie weit bist du hier mitgekommen und was machst du jetzt genau? Also bis auf die Knopflöcher, die vorne noch eingesetzt werden und das Anstaffieren vom Futter, was ich gerade mache, ist die Weste fertiggestellt. Ja. Das heißt, sie ist über das Armloch verstürzt und komplett belegt in Hals und vorne an der Kante. Belegt heißt, dass du den gleichen Stoff, Außenstoff nach innen nochmal als Beleg angenäht habe. Genau, dann oben auch ganz schön zu sehen hier der Kantestepp, ganz wichtig, dass der Beleg auch schön hält. Ja. Und jetzt bin ich halt dabei, das Futter dann, den Rest bis auf die Armlöcher, wie gesagt, von Hand einzuarbeiten. Das heißt, es wird angepasst, zurückgeschnitten, umgeschlagen, festgesteckt und dann jetzt mit dem Staffierstich, das wäre dann jetzt die Handarbeit. Wann lernt man das? Ich meine, die Ausbildung dauert 3 Jahre. Ja. Wann fängt man wirklich an, ich sag mal so, dass man so ein ganzes Teil selber fertig näht, dass man jetzt bis zur Endfertigung auch vorkommt und nicht nur diese Vorarbeiten macht? Ja, also so früh wie möglich ist natürlich wichtig. Also bei uns ist die Ausbildung sehr erfolgsorientiert. Ich finde, Selbstbewusstsein in der Handarbeit bekommt man, wenn man früh Erfolgserlebnisse hat. Ja. Und bei uns im Atelier, und das sollte auch in anderen Ateliers auch so sein, wir legen großen Wert darauf, dass die Auszubildenden relativ früh eigenständig Teile anfertigen. Das fängt erstmal an mit einem Rock, also ein schlichter Basisrock, das war bei Jochen auch so. Und das ist jetzt im Grunde schon so die zweite Stufe. Also ein Teil komplett eigenständig fertigstellen. Das ist jetzt hier bei Jochen die Weste. Wobei Jochen, du hast auch schon viele Kleider gemacht. Ich wollte sagen, Etui-Kleid war dabei. Etui-Kleider hatten wir schon dazwischen. Rock-Variation. Rock-Variation, genau. Weste ist jetzt schon so ein höheres Level, weil da einfach auch die Innenverarbeitung sehr anspruchsvoll ist. Und wir legen ganz, ganz großen Wert darauf, dass auch das Futter komplett von Hand einstaffiert wird. Warum? Ja, ich bin halt ein Verfechter von Handarbeit. Gut, okay. Also ich habe halt das Schneiderblut in den Adern. Ja. Und wir wollen halt einfach diese handwerklichen Elemente aufleben lassen. Und ganz bewusst auch zeigen. Zeigen und auch vor allen Dingen ganz bewusst an den Nachwuchs weitergeben. Das ist uns ja ganz, ganz wichtig. Mhm. Ne? Also, und bei uns in der Arbeit findet man halt sehr viel Liebe zum Detail. Das sieht man auch hier an dem gestickten Monogramm. Habe ich gerade schon gesehen. Das können wir noch mal ein bisschen in die Kamera halten, ob das der Sensor das einfangen kann. Und es ist ja nun mal auch im Handwerk so,
dass man sagt ja nicht umsonst, Nähen ist wie Yoga. Ja. Also es gibt ja auch viele schnelle, zügige, flotte Arbeiten, aber diese Staffierarbeit ist halt auch eine Arbeit, wo man sich auch mal wieder so erden kann, so eine Stunde hinsetzen und wie so eine Meditation Stich für Stich vor sich hernähen. Wenn ich das jetzt sehe, dann sehen wir hier noch praktisch die Vorarbeit, nämlich das Umschlagen und Feste stecken. Ja. Und warum stecken die Nadeln so und nicht so? Warum stecken die dazu quer? Na? Die stecken, also einmal, dass ich halt während dem, also dass der Arbeitsfluss halt nicht gehindert wird. Ja. Ich kann bis an die Nadel ran nähen und die stecken auch alle leicht quer, damit ich sie halt dann direkt leicht in Arbeitsrichtung ausziehen kann. Und auch nicht bis da vorne, dass man dann so rumfummeln muss. Genau, sondern dass sie sich leicht auch wieder... Ja, so noch als kleiner Hinweis. Genau. Wenn du das jetzt machst, kannst du nochmal den Zuschauern zeigen, wie das jetzt genau Stich für Stich geht, weil also für die Zuschauer, die jetzt da draußen sind, man kann hier wirklich nichts sehen. Also die Stiche sind so klein und das Futter legt sich wunderbar darum und es passt auch, es passt formgenau. Also ja, wie geht das? Machst du mal einmal kurz vor. Gerade an die Passform kann man natürlich beim Staffieren auch schön nochmal Einfluss nehmen, weil man bei jedem Stich nochmal die Möglichkeit hat, es exakt auszurichten. Genau. Es ist so, dass ich, wenn der Faden ist jetzt hier, kommt er aus dem Futtermaterial raus, dann steche ich in den Beleg ein, einen nicht zu langen Stich und dann komme ich ganz knapp oben im Futter wieder raus, steche die Nadel durch, ziehe und gehe auf der gleichen Höhe, wo ich rausgekommen bin, aber ganz knapp an der Kante, wieder in den Beleg rein. Lang in den Beleg und kurz ins Futter. Toll. Genau. Und dann ergibt man sich, wenn man ganz genau hinschaut, so ein ganz feiner, also man erkennt, dass es dann von Hand anstaffiert ist, ohne dass die Naht sichtbar ist. Ja. Ja, viele hundert Stiche führen zum Ziel. Ja. Wie lange braucht man dafür, um das jetzt so eine Weste einzustaffieren? Wenn man erstmal ungeübt ist, dauert es ein bisschen länger, und wenn man geübt ist? Für die Weste 30, 40 Minuten. Ja, ich hätte jetzt sogar großzügigerweise eine Stunde gesagt. Ja. Gut. Also eine Stunde Zeit. Also wenn, das ist schaffbar. Du musst ja den vorderen Teil und unten den Saum auch noch sehen. Ne? Ja. Du hast jetzt schon zu deiner Meisterin geguckt und hast gesagt, okay, was sage ich jetzt? Wie schnell muss ich werden? Du machst ja in deinem Unterricht auch Betriebsorganisation und Kalkulation, was ja auch total wichtig ist. Ne? Natürlich. Und deswegen frage ich zwischendurch schon immer so kleine Fragen und sage so, wie lange brauchst du dafür? Weil dann, man muss es ja auch kalkulieren und rechnen können. Das ist ja auch das Schöne hier an der Klasse. Ihr könnt noch mal einmal so ein bisschen gucken alle. Ihr sollt ja nicht nur fit in Handarbeiten werden, zu euch kommen wir gleich noch, sondern auch ein bisschen über Betriebsorganisation und sowas lernen, weil es muss sich ja auch irgendwo rechnen und das ist so auch dein Steckenpferd bei der Ausbildung. Absolut, also auch fit sein im Umgang mit Zahlen und Fakten. Ja. Und wichtig ist natürlich, dass es uns so gelingt im Maßstabehandwerk, so diesen Spagat zu schaffen zwischen rationeller und traditioneller Verarbeitung. Ja. Also es gibt Verarbeitungsweisen, die kann man rationell gestalten, also mit guten Maschinen und mit rationellen Verarbeitungstechniken. Zum Beispiel hier bei der Weste haben wir ja das Armloch direkt mit dem Futter verstürzt. Das ist also eine rationelle Verarbeitung. Ja. Und hier dann die traditionelle. Ja. Also dieser Mix ist halt wichtig. Und die Zeit halt auch dabei nicht aus dem Auge zu verlieren. Deswegen ist es halt wichtig, auch zu lernen, konzentriert zu arbeiten. Ja. Das muss man auch lernen. Ja, das kann man auch nicht sofort auf Anhieb. Ja. Jochen gelingt das hervorragend. Und Jochen kommt ja auch aus einem anderen Metier, in dem es sehr viel hektischer zuging. Und ich weiß, er hat mir mal gesagt, er genießt das jetzt, also wirklich auch mal wieder so meditativ zu arbeiten. Und das heißt natürlich nicht, dass bei uns im Atelier nicht so richtig die Post abgeht. Das, also bei uns kracht es so richtig. So ein bisschen Druck also, muss manchmal da sein. Ja. Das schon. Aber wichtig ist halt diese Wellenbewegung, dass halt auch immer wieder Arbeiten gemacht werden, wo man sich dann auch erstmal wieder erden und zurückziehen kann. Und da haben die Mitarbeiter dann auch alle Zeit der Welt. Also das muss dann auch einfach mal so sein. Ja. Und gerade vor allem, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man lernt. Ne? Also Jochen ist ja in der Ausbildung. Ja, ja, ja. Ne, das ändert sich ja auch und man wird ja auch immer rationeller. Also das soll schon das Ziel sein, das dahinter steckt. Ne? Also wenn man das immer wieder tut, ich kann mich nur noch mal wiederholen, Übung macht den Meister. Ja. Und es geht einem dann halt auch einfach leichter von der Hand. Ja. In welchem Lehrjahr bist du jetzt? Jetzt im zweiten. Im zweiten, dann hast du noch ein Jahr und dann musst du auch die Meisterschulebank drücken. So wie die jungen Damen hier vorne. Ich glaube, wir gehen jetzt mal einfach ein Stückchen weiter nach vorne. Ich glaube, ich lasse den Alex einmal hier vorbei, ne? Sonst haben wir ein Kabelwirrwarr. Wo fangen wir an? Wer möchte zuerst? Oh, alle gucken nach unten, dann fangen wir mal da an. Ach, vielleicht hier mein geliebter Blindstich. Das kann man ja. Hier kommt, dann ab zum geliebten Blindstich. Wer macht denn den geliebten Blindstich? Meine Liebe? Ich bin Virginia. Du bist die Virginia, genau. Ja, genau. Ja, ich hatte nicht so viel Zeit, um Namen alle zu lernen und zu behalten. Ein paar habe ich, aber Virginia. Schön, dass du da bist. Gut.
was machst du da? Der geliebte Blindstich, haben wir jetzt gerade gehört. Ja, genau. Also ich mache den Blindstich, bei mir auch Handsaum genannt. Ja. Und zwar ist das dann so, dass man den Saum eben an den Oberstoff ranmacht, ja, so dass man das aber nicht sieht. Zum Beispiel bei Jeanshosen sieht man ja immer den durchgestochenen Saum. Ja. Und hier ist es eben dafür da, Blindsaum, damit man das nicht sieht. Okay. Das bedeutet, wenn du das jetzt zeigst, du hast auch unten schön das Ganze abgepasst. Ne? Das ist natürlich auch immer was ganz Besonderes, worauf man dann stolz sein kann oder was dann auch die gute Verarbeitung ausmacht. So etwas findet man in einem industriell gefertigten Teil erstmal selten, außer es ist so hochpreisig, ne? Dann kann man sich das auch gleich auf Maß anfertigen lassen. Genau. Genau. Also und dann machst du jetzt was? Genau, also ich habe halt hier diese Kante und das ist immer ganz praktisch für mich. Dann weiß ich nämlich genau, wie der Abstand ist. Ich kann das immer gut umlegen. Ja. Ich habe hier jetzt schon ein bisschen gearbeitet. Man sieht den jetzt schon so ein bisschen, den Blindstich, den Handsaum. Man geht dann praktisch mit der Nadel in das Futter, beziehungsweise hier in den Saum rein. Man nimmt sich dann einen Faden davon, sodass das eben auch sehr fein ist. Ja. Dann gehe ich immer direkt weiter in den Oberstoff und suche mir da auch direkt einen Faden raus, so dass man das eben nicht vorne sieht. Ja, okay. Genau, und jetzt ziehe ich den Faden durch und darauf ist dann zu achten, dass man den nicht zu fest zieht, sondern dass da so ein bisschen Spielraum ist. Das heißt, wenn man den Rock dann trägt, dass der Saum sich bewegen kann und nicht reißt, dass der Faden. Warum dein Lieblingsstich oder deine wichtige Arbeit? Weil sie so oft gebraucht wird. Erstmal, weil man ihn natürlich nicht sehen darf, deswegen heißt er ja auch Blindstich. Mhm. Und ich habe da halt schon ganz viele brutale Sachen gesehen. Ja. Also gerade so bei Geschickt eingefädelt war das ja so, dass man den Blindstich wie Blindenschrift auf der rechten Seite gesehen hat. Und das geht natürlich gar nicht. Okay. Also das würden die Kunden bei uns im Handwerk überhaupt nicht abnehmen. Ja. Und unsere Meisterschüler bereiten sich ja mal auf die Meisterprüfung vor. Ja. Und da legen wir natürlich gerade auch auf solche Kleinigkeiten ganz, ganz großen Wert. Mhm. Und Virginia hat das sehr gut erklärt. Und es gibt halt immer etwas, was man immer noch besser machen kann. Und das ist einfach jetzt hier auch dieser Paspel an dem Saum. Ja. Virginia hat den Saum also nicht einfach nur mit der Kettelmaschine abgekettelt, sondern hat ihn eingefasst, auf das Futter abgestimmt. Ne? Mhm. Das ist einfach nochmal so ein schönes Qualitätsmerkmal. Findet sich auch da noch mal wieder. Oh, dann zeig doch mal das Ganze. Steck mal eben kurz die Nadel weg, dass wir da nicht durcheinander kommen. Zeig doch mal das gute Stück. Das sind natürlich immer Dinge, wo man noch mal extra Punkte bekommt. Ne? Ja. Mhm. Das ist jetzt eine Aufgabe innerhalb der Ausbildung, jetzt ein Thema Rock. Oder hast du das jetzt für dich gemacht? Oder? Nee, das hatte ich für mich gemacht. Also wir hatten den Grundschnitt im Unterricht gelernt, den Rockgrundschnitt. Und dann habe ich halt eine Abwandlung davon gemacht. Und der ist jetzt nur für mich so nebenbei gemacht. Dann übst du natürlich gleich dann auch weiter hinterher auf die Prüfung hin. Ja, super. Genau. Jetzt kommt schon der kritische Blick, siehst du? Ja, ich fühle das auch. Also ich fühle, ob ein Faden stramm oder locker ist. Ja. Und hier fühlt man den Faden halt gar nicht. Ja. Also man darf diesen angesäumten Faden nicht fühlen. Wenn man ihn fühlt, dann ist er schon zu stramm. Okay. Und es ist genauso, wie Virginia es gerade erklärt hat. Also dieser Saum, dieser Stich, hier sieht man das, der muss sich hin und her bewegen können. Ja. Ne, hin und her, denn so ist es ja auch später beim Tragen. Ein Saum knackt ja dann, wenn man sich auf den Sessel fallen lässt oder ins Auto einsteigt. Genau, dann, und da braucht das Material, also einfach Spielraum. Ja. Ja. Mhm. Ja, jetzt sind wir schon gerade an der richtigen Sache, wo du schon die Qualitätskontrolle machst. Ne? Ja. Wir haben nämlich was ganz Tolles. Ich weiß gar nicht, Regie, kann ich so stehen bleiben, dass wir uns so gegenüber unterhalten? Alles gut? Ich höre nichts. Gut. Ich kann auch auf die andere Seite kommen. Mhm. Und zwar, muss ja immer noch mal Rücksprache halten mit der Regie. Du bist nämlich beim Dortex Design Award, bist du nämlich in einer Kategorie nämlich tätig. Ja, stimmt. Ne? Ja. Und für Nähen und Schneidern bist du da die Hauptjurorin. Ja. Und für alle, die sich da bewerben oder bewerben möchten, meine Lieben, ihr habt das jetzt schon gesehen. Heißt nicht, dass ihr euch nicht bewerben sollt, aber wenn ihr einen solchen wunderbaren Saum präsentiert, seid ihr schon mal ein bisschen im Vorteil. Und wenn man dann drüber fühlt und nichts merkt, dann ist man schon mal ganz weit vorne bei dir. Schon mal Zusatzpunkte. So. Ja. genau. Hast du noch ein paar Tipps und Tricks, worauf du Wert legst, was einen Gewinn ermöglichen würde? Ja, also du hattest ja schon gesagt, in der Kategorie Nähen und Schneidern, also bewerte ich. Und da lege ich natürlich Wert auf Handarbeiten, also grundsätzlich Handarbeiten. Das halt
alles das, was wir hier heute zeigen, wenn ich das so an dem einen oder anderen Teil entdecken würde, würde ich mich sehr freuen und es würde sicherlich Zusatzpunkte geben. Okay, also nicht alles auf einmal. Ihr müsst jetzt nicht Handknopflöcher, Blindsäume, eine Weste mit Paillettenstich und Blüten machen. So war das nicht gemeint. Aber so das Zünglein an der Waage kann dann schon so ein bisschen Handarbeiten, so ein bisschen Liebe zum Detail ausmachen. Genau so, ja. Und das sieht man ja auch hier bei unserer nächsten Arbeit, ne, bei der Anna. Die macht. Die Anna, was macht die? Ganz was besonders Schönes. Ja, ich mache eine Palettenstickerei. Und ja, wie der Name schon sagt, ich stecke halt Pailletten auf. In meinem Fall jetzt verschieden große und ich ordne die in einem Blumenmuster an. Ja, das heißt, das Blumenmuster, also zeigen wir erstmal noch mal einmal die Pailletten. Ja. Du hast hier welche verschiedenen Arten von Pailletten? Also das ist ja mal ein Buch mit 7 Siegeln für mich, muss ich jetzt mal ganz komisch sagen. Also muss ich jetzt mal sagen. Und zwar habe ich hier einmal Flachpailletten und zwei mit Relief. Und das sind zwei verschiedene Größen, die du da hast? Genau, das sind halt die kleinen, die größeren davon. Ich glaube, da gibt es auch noch größere von, aber das sind jetzt die für mein Modell. Ja. Ich habe hier auch schon mal eine vorbereitet, wo man sehen kann, dass man die Pailletten auch noch weiter verarbeiten kann. Also sie sind nicht fertig, wenn sie aus der Dose kommen. Die kann man auch Schade, jetzt eigentlich. Nee, das ist total schön, wenn man die verändern kann. Okay, also du liebst die Veränderung, das ist ja genau, schon mal was. Genau, ich nehme beides. Also bei der hier zum Beispiel habe ich jetzt die Paillette unten so gelassen, dass ich mal sehen kann. Ja. Die habe ich unten so gelassen und quasi als Basis aufgenäht. Und darüber habe ich jetzt quasi, um das ein bisschen plastischer zu machen, habe ich die einfach geknickt und habe da quasi eine Blüte draus gepresst. Ganz einfach. Mhm. So. Und wenn man die dann halt schön übereinander aufnäht, hat man was total Plastisches. Und das soll es am Ende auch sein. Also darum geht es halt so ein bisschen in dieser Handarbeit, die ich jetzt hier gerade mache, dass man was Plastisches um was aufzuwerten. Zum Beispiel habe ich mir das jetzt überlegt, um das entweder als Brosche weiterzuverarbeiten, je nachdem, wie weit ich heute komme. Ja, 90 Minuten die Zeit. Genau. Oder man kann es halt auch total schön auf eine Hemdblusentasche einfach aufsetzen oder sowas, um da nochmal so einen Glamour reinzubringen. Das finde ich ganz nett. Es ziert halt ungemein und ich finde halt Pailletten, für mich zumindest sind Pailletten nicht nur was für den Abendbereich, sondern man kann damit auch so ganz normale alltagstaugliche Sachen halt so ein bisschen aufpeppen. Und das finde ich ganz schön dabei. Für die Meisterprüfung habe ich mir überlegt, das auf eine Abendtasche zu nähen, denn auch in der Meisterprüfung geht es halt darum, auch ordentlich Handarbeit unter Beweis zu stellen. Und das soll halt schon noch mal was zusätzlich zu dem Blindstich und einem noch mal was Extravagantes sein. Ja. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, gut, das Outfit an sich steht so in der Reihe schon. Mhm. So die Farbpalette ist auch schon ähnlich. Und dann habe ich überlegt, mache ich dazu dann eine Tasche und besticke die dann mit den Blüten. Schön. Worauf muss man jetzt besonders achten? Was, wie bringt man das bei und sagt, da muss man drauf achten, das könnten die Ideen sein. Ja. Ja, gibt es so Vorlagen oder kommen die Ideen rein aus dem, aus der Schülerin, aus dem Menschen selber oder gibt es da so einen, Fahrplan? Ja, also der Grundgedanke, der dahinter steht, ist, dass jetzt bei der Meisterprüfung auch ein großer Teil des Meisterstückes mit einer Schmucktechnik versehen sein soll. Ja. Also das Schmucktechnik heißt, es geht über den Blindsaum und über den Staffierstich und über die Knopflöcher hinaus, weil das sind Basics bei uns im Handwerk. Ja, klar. Und die Schmucktechnik ist einfach nochmal so eine kleine Königsdisziplin, nochmal so das i-Tüpfelchen, wo jeder auch so seinem Modell eine persönliche Note geben kann, so eine persönliche Handschrift verleihen. Und da appellieren wir natürlich schon auch an die Kreativität. Mhm. Es geht ja auch darum, eigene Kreativität zu entwickeln. Und da appellieren wir schon an die Kreativität unserer Meisterschüler, selbst auch Ideen zu entwickeln. Da bekommen sie ja beim Unterricht sehr viele Impulse und sehr viele Hilfestellungen für. Ich bin ja nicht die einzige Dozentin. Nein, schon klar. Also wir haben ja einen ganz großen Pool an Dozenten bei uns hier an der Handwerkskammer Dortmund ist das ja übrigens. Mhm. Deswegen sind wir auch heute hier. Ja, freue mich auch. Ne, aus Lokalverbundenheit. Ja. Und wir haben ganz hochqualifiziertes Dozententeam, die also wirklich auch Qualität fördern und auch die, die Kreativität bei unseren Meisterschülern herauskitzeln. Mhm. Ja. Und wie jeder, der im kreativen Bereich tätig ist, orientieren wir uns natürlich auch an Trends und man muss einfach nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann bekommt man Impulse genug. Ne? Und wie Anders gerade schon gesagt hat, also auf Pimpen, Upcyclen ist halt ein ganz großes Thema. Und wie gesagt, was mir nochmal wichtig ist, auch so als Botschaft, mit einer Handarbeit verleiht man einfach einem Modell eine ganz persönliche Handschrift. Also bei uns im Atelier, ich habe 7 Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter hat eine andere Handschrift in seinem Stichbild.
Also ich erkenne... Das ist ja wie eine Handschrift auch letztendlich. Genau. Ich erkenne am Staffierstich oder am Blindstich, erkenne ich, welche Mitarbeiterin den Saum gemacht hat. Das ist einfach so, ne? Weil jeder hat eine Handschrift in seiner Arbeit und deswegen, auch wenn ich mich wiederhole, ist halt Handarbeit so wichtig. Ich habe gerade noch was im Chat gelesen. Wir beide gehen jetzt mal eben einmal kurz hin. Ja. Dann können wir mal einmal schauen, was da gefragt wird. Ich hoffe, ich kriege sonst von der Regie noch mal eine andere, ob schon mehrere Fragen gekommen sind. Wir kommen mal ruhig zu mir. Ja. Wir schielen da schon die ganze Zeit so ein bisschen hin. Ja. Da ist nämlich noch mal eine Frage. Wie heißt der Stich von der Gabi übrigens? Wie heißt der Stich, den Jochen an seiner Weste gerade macht? Ja, ich sehe gerade, das dreht sich auch alles darum. Also der Staffierstich scheint ein Wunderpunkt zu sein. Ja. Und das finde ich natürlich ganz toll. Das ist der Staffierstich, das ist richtig. Und wenn wir gleich noch mal eine Runde machen, können wir noch mal bei Jochen vorbeigehen und mal schauen, wie weit er ist. Oder der Sentu kann mal einmal kurz hingehen und noch mal einmal kurz genau draufhalten. Der steht nämlich gerade so schön jetzt hinter. Genau. Ja. Und dann können wir noch mal einmal eine Großaufnahme vielleicht zeigen, wie der Jochen das macht. Ja. Genau. Also ich zeige es noch mal gerne. Ich komme jetzt hier, kommt der Faden aus dem Futter. Das heißt, ich steche direkt oben drüber in den Beleg ein, in das Belegmaterial. Steche ich etwas länger durch und komme wieder im Futter oben raus. Nadel durchschieben, Faden nachziehen und der Stich ist quasi unsichtbar. Was auch nochmal ganz wichtig ist, Britta, vielleicht auch für unsere Zuschauer zu Hause, dass grundsätzlich beim Handarbeiten der Faden auch nicht zu lang sein sollte. Ja. Also es gibt ja so dieses berühmte Sprichwort, langes Fädchen, faules Mädchen. Ja. Und zwar kann man sich so eine Faustregel angewöhnen, wenn wir jetzt hier das Negan nehmen. Ich sage immer vom... Die Schülerin das hier verknotet, das Negan, da habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. So, genau. Also, dass man einmal so den Arm ausstreckt, so und bis zum Brustbein, also bis hierhin. Okay, die Faustregel kenne ich auch. Ich kenne das, viele machen so. Ne? Ah, und das ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Also die Rolle in die Hand nehmen, Arm ausstrecken und dann hier bis zum Brustbein. Also, und das ist also lang genug. Ja, ja, also nie weiter als bis zur Brust. Also ne, immer nur eine Länge, eine Armlänge. Klar, jetzt kann jemand sagen, ich habe aber kurze Arme oder einer hat aber ganz lange Arme. Okay, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Ja, genau, dafür ist dann das Brustbein einfach. Ja, ein bisschen kürzer. Ne? Genau. Also, ne? So, möchtest du mal probieren? Ich probiere das mal. Genau, ich habe das auch noch nie so gemacht. Ich mache das immer so, wie soll ich sagen? Ja, so mal eben wie jetzt. Haben wir ganz viel abgewickelt, wickel, aber es macht nichts. Wir machen das jetzt einmal von da bis nach da. Aber dein Brustbein ist in der Mitte. Ja, die Mitte. So. Ja, ja, genau. Ich habe aber lange Arme. Das wäre Arme. Jetzt deine optimale Fadenlänge. Und das trägt halt dazu bei, dass der Stich gleichmäßig bleibt und man hat nicht diese häufige Verknotung. Ja. Ne, und dann lieber mal dezent vernähen und neu anfangen. Mhm. Und das geht einem dann leichter von der Hand. Okay. Ja, wenn man so einen ganz langen Faden hat, das funktioniert das ist nicht. Beim Handarbeiten ganz, ganz hinderlich. Ja, das stimmt. Das ist schon schwierig. Ja. Sollen wir jetzt, bevor wir jetzt auf die beiden hier vorne eingehen, noch mal einmal auf deine spezielle Sache eingehen und auf unser Gewinnspiel? Dann können die Leute noch ein bisschen simulieren, bis die Frage gleich kommt und aufpassen. Und dann kommen wir gleich zu euch. Bitte, im Chat gab es noch eine Frage. Was denn? Martina, die hat gefragt, ob der Blindstich genau wie der Leiterstich ist. So, da bin ich jetzt raus. Aber wir haben ja die Fachfrau hier. Der Blindstich wie der Leiterstich. Ja, so. Leiterstich habe ich noch nie gehört. Also den Leiterstich kenne ich nicht. Da bin ich froh, dass du das sagst. Ich kenne den auch nicht. Welche Kamera das auch immer hat. Also wir verwenden auch keine Leiter. Deswegen, den Leiterstich sagt mir überhaupt gar nichts. Oh, ich finde Matratzenstich noch schlimmer als Leiterstich. Was ist denn das Staffierstich? Aber ich glaube, ich weiß, was sie meint. Also wenn man zum Beispiel, ich kann mal vielleicht ein gängigeres Beispiel bringen, wenn man zum Beispiel ein Schal vornäht und dieses offengestürzte Loch zunäht, dann schlängelt man den Faden im Grunde so zwischen diesen beiden Stoffbrüchen hin und her. Das ist aber eigentlich so ein Kreativstich, für den es keinen Namen gibt. Also das würde ich einfach... Also wir sagen jetzt Leiter, Matratzenstich schon mal danke an die Uta, die als Gast da ist. Und daneben sitzt auch gleich noch die Sarah, mein kleines Einhorn für diese Sendung. Die kommt gleich auch noch einmal mit ins Bild gehoppelt. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal einmal um das Gewinnspiel. Komm, genau, wir gehen mal einmal zum Bügelbrett und kommen gleich zu den jungen Damen da vorne. Die kriegen auch noch ihre Chance. Du bist schon fertig mit einem. Wir kommen wieder. Du hast noch ein zweites. Ein traumhaftes Knopfloch. Ja, Wahnsinn, ne? Haben wir auch einen Schneiderfriemel dabei. Kann ich noch mal kurz darum bitten, dass der Kurt im Raum etwas leiser wird, bitte? Weil wir jetzt etwas näher an Kurt dran sind. Danke. Ja. So. Ja, also ich möchte unseren Zuschauern ja gleich zeigen, wie man einen Reißverschluss von Hand einnäht. Ja. Ne? Also wir haben hier einen Nahtreißverschluss, den man ja auch ganz unsichtbar mit einem Reißverschlussfuß mit der Nähmaschine einnähen kann. Das hatten wir letzte Woche. Ja, das machen wir auch, also sag ich mal zu
75% mittlerweile. Ja. Aber es gibt einfach Modelle, da muss man einen Reißverschluss von Hand einnähen. Das werden wir gleich zeigen mit dem Punkt Rückstich. Ja. Aber was mir ganz wichtig ist, es ist eine Botschaft, die ich allen, die heute zugucken, mit auf den Weg geben da möchte. Da ist das rote Ach, und da ist die Kamera. Ja, genau. Und zwar, dass jeder Reißverschluss, bevor er verwendet wird, das heißt, bevor er eingenäht wird, ganz kräftig abgebügelt werden muss. Und zwar, wir haben hier unser Bügeleisen schon angeschaltet. Ja, auf was für einer Position hast du das? Ich habe es immer gerne auf Wolle, dass es gerade etwas dampfen kann. Ja, genau. Ist wahrscheinlich zu heiß jetzt, oder? Nein, wir setzen das Bügeleisen nicht auf den Reißverschluss drauf, ja, sondern wir schweben quasi darüber mit ganz viel Dampf. Okay. Und das ist deswegen wichtig, weil der Reißverschluss einläuft. Also diese Bügelwärme und dieser Bügeldampf, die tragen dazu bei, man wird es auch gleich sehen, dass der Reißverschluss zusammenkrumpft. Ja. Und das hatte bestimmt jeder schon mal, den Reißverschluss einnähen oder den Reißverschluss eingenäht zu haben und dann hinterher das Ergebnis zu bügeln. Und das trägt dann dazu bei, dass sich der ganze Stoff zusammenzieht. Und dann kann man wieder von vorne anfangen. Und das liegt einfach daran, dass der Reißverschluss nicht abgebügelt ist. Und ein 60 cm langer Reißverschluss, so wie wir den hier haben, der läuft auf dieser Strecke bis zu 1,5 cm ein. Ehrlich? Also wir haben das getestet. Hast du getestet? Wir haben das getestet. Ja. Und das ist natürlich erschreckend und gravierend. Und deswegen, ich zeige das jetzt, einmal. Ich möchte einmal sehen, wie die Inge über den Reißverschluss schwebt. Ja, wie ich schwebe. Schwebt mal einfach. Also mit ordentlich Dampf. Und ne, man sieht das hier schon, wie der sich aufrichtet. Ja. Das ist schon der erste Schrumpfungsprozess oder der Anfang des Schrumpfungsprozesses. Okay. Ne? So. Na, und dazu muss man das Eisen nicht auf den Reißverschluss setzen, denn wenn ich das Eisen draufsetze, dann gebe ich dem Reißverschlussmaterial keinen Spielraum zu schrumpfen. Mhm. Britta, du brauchst keine Angst haben, das verbrennt hier ich nicht weiß, so ich weiß, schnell. Ich bin halt schon, ich denke immer so, ach, dann vergisst man es dann doch heimlich. Ich weiß, du vergisst das nicht, du bist ja ein alter Hase, aber ich bin dann immer so, ich denke so, oh, man muss es immer hier hinsetzen. Genau, also jetzt nochmal, weil das reicht noch nicht, man muss das wirklich... Also wirklich öfter, also nicht nur einmal kurz drüber gleiten, sondern mehrfach gleiten. Genau. Ach, also man muss die Abfahrt, wir sind ja noch im Skimonat Januar, man muss die Abfahrt mehrfach runterfahren. Ja. Kommt gegen den Dampf gar nicht an. Genau. Sento ist ja auch so warm wie mir. Ja, hier wird halt mal ordentlich Dampf gemacht. Ja, heute wird Dampf gemacht, das ist schön. Und man kann das auch wunderbar kontrollieren. Wir machen das auch häufig so, dass wir uns auf dem Bügelbrett erst einen Kreidestrich machen, links und rechts. Dann den Reißverschluss drauflegen und ordentlich abschrumpfen und dann kann halt später nichts mehr passieren. Wenn ich den dann einnähe, dann habe ich halt auch später ein schönes Endergebnis. Also ganz wichtig, das muss man sich wirklich so hinter die Schneiderohren schreiben, immer den Reißverschluss ganz ordentlich abbügeln und ordentlich Dampf machen. Ordentlich Dampf machen, das ist ganz hervorragend. Ja. Sollen wir jetzt noch kurz dabei bleiben, wie du da jetzt ein, zwei Stiche vormachst oder sollen wir uns erst noch den anderen Damen da vorne widmen? Ja, das Einstecken dauert jetzt noch ein bisschen, das kann ich ja vielleicht gleich mal in der Zwischenzeit machen. Ja. Lass uns lieber mal hier vorne gucken, sonst sind die ersten Seidenblüten schon fertig, bevor wir so einen Zwischenschritt gesehen haben. Ja, genau. Dann machen wir noch so eine kurze Zwischensache, wobei ich könnte jetzt noch mal einmal kurz die Sarah bitten. Wir bleiben mal einfach kurz hier hinten stehen. Sarah, komm doch mal einmal kurz zu uns. Ich steck doch mal in der Zwischenzeit. Genau, in der Zeit kannst du stecken und die Sarah, die läuft einfach mal einmal durchs Bild. Und dann kommen wir auch gleich zum Gewinnspiel. Also dranbleiben und aufpassen. Wie macht der Martin jetzt Klopfgeräusche? Nein, die Sarah, die braucht kein Hufgetrappel. Nein, ich schwebe. Genau, wir sind hier heute beim Schweben. Also bleiben wir auch beim Schweben. Dann komm mal reingeschwebt, meine Liebe. Du musst ins Mikrofon sprechen. Komm mal zu mir, meine Liebe. So, und dann halt das mal richtig vor dich. So, ja. Da, so, wir gucken einmal da in die Richtung. Komm mal zu okay. mir. Ja, also während die Inge jetzt noch ein paar Stiche oder den Reißverschluss richtig einsteckt, kümmern wir uns gleich auch noch drum, habe ich die Sarah noch mal einmal ins Bild geholt. Nur weil wir gleich auch noch mit der Sarah mal noch so ein paar Sachen bereden werden. Und ihr könnt sie euch schon mal einmal anschauen, so wie sie hier ist. Und deine Leidenschaft, Sarah, ist das Einhorn? Das ist richtig, ja. Immer schön, aber du bist nicht tagtäglich so. Ich bin nicht tagtäglich so, nein. Im normalen Leben arbeite ich im Büro ohne Einhornkostüm. Ja, das ist doch schon mal was. Aber wobei, ich glaube, die Kollegen würden es auch mit Einhornkostüm lieben, glaube ich. Es ist schon eine ganz schöne Sache. Ja. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen auf dich zu sprechen. Schön, dass du schon mal da bist. Sie kann noch mal ich freue mich auch. Ist die Sarah denn jetzt ganz im Bild, von oben bis unten? Und auch hier das kleine Einhörnchen und die wunderbaren Haare. Alles drauf, Jungs?
wir haben alles gesehen. Sag du, Alex? Alles gesehen. So, dann darf ich dich nochmal entlassen und du kannst hier nochmal Schlangenlinien laufen. Die Kamera kann dich verfolgen und ich gucke jetzt nochmal bei der Inge, was denn jetzt hier los ist. Habe ich dir ein bisschen Zeit gegeben, liebe Inge? Ja, genau. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber das reicht, um es zu zeigen. Ich habe den Reißverschluss jetzt eingesteckt, so in geschlossenem Zustand, sodass sich die beiden Stoffbrüche... Also du steckst die Nadeln einfach von... Was heißt einfach? Von rechts. Von rechts oben von rechts, einmal durch. Ja, genau. In das Reißverschlussmaterial. Und dass die Kanten genau gut voreinander liegen. Genau, die müssen sich küssen. Ja, küssen ist auch ganz wichtig. Und nach dem Abdampfen küssen ist doch eine schöne... kann man sich doch gut merken. Und der Martin macht die richtigen Geräusche dazu. Das ist doch hervorragend. Erst ordentlich Dampf machen und dann küssen. Genau. So. Und jetzt kann ich noch mal einen ganz tollen Tipp geben, Britta. Noch einen Tipp? Ja, genau. Ist ein Tipp, jagt ihr den nächsten. Und das ist hervorragend. Der Reißverschluss wird ja mit Punktrückstich eingenäht, habe ich gerade schon gesagt, und mit doppeltem Faden, damit er schön haltbar ist. Ja. Ne, das heißt, wir brauchen also so ein bisschen, diesmal wirklich ein bisschen mehr Faden. So. Und also das ist jetzt unser doppelter Faden. Also du hast praktisch, ich sehe das schon, du hast nur, du brauchst nicht mehr so machen, vom Brustbein bis zur Seite. Ich habe das, das hast du schon voll im Gefühl. Augenmaß. Und doppelt jetzt, weil wir jetzt doppelt so brauchen. Genau. Ja. Und mit einem doppelten Faden nähen ist noch schwieriger als mit einem einfachen Faden. Also die Tendenz, dass der sich verknotet, ist also noch größer. Dem kann man aber vorbeugen oder sogar ganz ausschalten, indem ich diesen doppelten Faden auch doppelt einfädel. Und noch ein weiterer Tipp, ein kleiner Zwischentipp zwischen dem Tipp, den ich eigentlich geben möchte. Der Tipp. Man kann besser einfädeln, wenn man die Fäden nicht gerade, sondern wenn man die Fäden diagonal abschneidet. Ja. Mhm. Das müsste man quasi so unter dem Mikroskop sehen, aber man sieht, die sind schräg angeschnitten. Die sind perfekt schräg angeschnitten. So. Für alle, die da draußen sind, die sind perfekt schräg angeschnitten. Und das ist auch der Vorführeffekt. Lass dich nicht nervös machen. In der Zeit kannst du schon mal gleich so langsam, aber sicher dir die Frage überlegen, damit wir, während das so ist, wir hier nämlich das wunderbare... Ich gebe zu. Na, alles gut. Das wunderbare Buch verlosen können. Und dazu brauchen wir gleich noch eine Frage, die dann auch direkt gleich im Chat beantwortet werden kann. Ich weiß gar nicht, welche Kamera ich jetzt gerade habe. Okay, also wenn die Inge gleich ihre Frage stellt, dann... Und ihr wisst, die Antwort natürlich richtig sollte sie sein. Dann solltet ihr ganz schnell eben in den Chat sagen, was sie gefragt hat. Die richtige Antwort. Die kommt jetzt in wenigen Sekunden, die Frage. Hast du es durchgeschrieben? Ja, genau. Wir machen erst jetzt den Tipp zu Ende, damit wir bei den vielen Tipps nicht durcheinander kommen. Nein, auf keinen Fall. Tipp, also hier für den Kameramann, der Faden ist jetzt doppelt eingefädelt. So. Und wenn ich den jetzt anziehe, kommt ja jetzt hier gleich meine Öse an am Nadelende. Und jetzt steche ich mit der Nadel einmal durch diese Öse. Also so. Ja. Und jetzt verknotet sich der Faden hinter der Nadel. So. Jetzt habe ich jetzt zwei. Jetzt sind die Enden frei. Genau, jetzt habe ich den Faden miteinander verbunden und der kann sich jetzt innerhalb der Nadel nicht mehr verschieben. Sehr schön. Ich habe gerade einen mega Aha-Effekt. Ja, das ist eigentlich ein Tipp aus dem Schneiderhandwerk, den man gar nicht verrät. So, also ich wollte ja aber nichts sagen, wir sind ja hier heute ganz großzügig. Ganz und auch unter uns vor allen Dingen. Also das ist jetzt ganz, jetzt bin ich auch gerade mega platt und freue mich, dass ich das weiß. Ja. Und also jetzt lässt sich damit halt auch wunderbar arbeiten. Den Punktrückstich zeige ich erst später. Genau, vielleicht kommen wir jetzt mal zur Frage. Genau. Ich glaube, wir nehmen den Alex. In die Kamera würde ich sagen, jetzt kommt die Frage für das tolle Gewinnspiel. Einmal das NGB. Genau. Ja. Die Frage. Ja, die Frage lautet, wie muss ich den Reißverschluss vorbereiten, bevor ich ihn in das Kleidungsstück einnähe? Besonders schwierig. Besonders schwierig. Ich bin mal gespannt. Ja. Wir wollen aber eine ausführliche Antwort auch haben. Ne? Also so mehrere Seiten lang wäre schon schön. Mhm. So, guck mal, da hat schon jemand geschrieben. Mhm. Die Martina, als erstes reingehackt. Oh, guck mal, siehst du, wie schnell das runterkommt. Ja, guck mal. Jetzt wird ordentlich Dampf gemacht. Jetzt wird Dampf gemacht, genau. Und die Martina ist, glaube ich, Regie, stimmt das, als erstes, wenn wir das gelten lassen? Das war jetzt schon weg, das war abbügeln mit Dämpfen. Abbügeln mit Dämpfen, können wir das nochmal irgendwie hören? Jan, kannst du das nochmal sagen, ob das dann auch der erste wirklich war? Martina war die erste. Martina war die erste und was hat sie genau geschrieben, damit auch die Inge sagt, ja, das stimmt. Abbügeln mit Dampf. Ja, perfekt. Perfekt. Könnte man gelten lassen. Ja, also jetzt würde ich sagen, alle mal einen Riesenapplaus hier im Raum. Für Martina. Genau, für Martina. Genau. Ja, das schreiben wir jetzt gleich da rein. Ich würde sagen, du signierst das sofort und da wird sie sich mega freuen. Und während die Inge das für Martina signiert,
Trinke ich einen Schluck. Komplett aufgerissen. Ja, schau mal. Ich habe das nicht Glas finde. Weil ich das halt noch irgendwo aufnehmen wollte. Das ist schon relativ. So, und dann bekommt sie auch noch die Autogrammkarte dazu. Ja, nicht schlimm, denn du siehst den Stoff ja dann nicht mehr. Ja. Ne? Aber ich wollte das halt auf meine Tasche aufbügeln. Du hast ja ein tolles Muster, dem kannst du folgen. Bei gleichen Abständen. Wenn du was, wenn du was Geometrisches machst, dann geht das ganz gut. Aber guck mal. Ja, für Martina, so schnell geht das. Ja, super, die wird sich total freuen. Wir können es ja hier vorne auf die Theke legen. Ich habe ja auch einen kleinen Schluck Wasser für dich. Oh, sehr schön. Ja, ich glaube, dass langsam, wenn wir so viel reden die ganze Zeit, dann wird der Mund nämlich doch ein bisschen trocken. Schön, dass du da bist. Genau, ja, mit Wasser. Wir werden doch mal vielleicht... Trinken mal auf das Handwerk, ne? Wir trinken auf das Handwerk. Ich als Industrie-Schneiderin trinke mit dir aufs Handwerk. Ich bin jetzt schon über die ganzen Tipps begeistert. Vielleicht, ja, vielleicht kriegen wir gleich noch was anderes. Ja, immer. Das gerne immer. Ja, aber gleich erst. Das ist so wunderschön. Ganz ruhig. Wir haben noch ein bisschen. Ich habe übrigens gesehen, wir haben gar keinen Timer. Kann das sein, liebe Regie? Wo sind wir eigentlich zeitlich? Weil ich. Ja, wir haben. Das finde ich halt ganz wichtig, dass man sich. Heute haben wir keinen. Warum sagt mir das denn keiner? Aber wann gibst du mir den Schluss? Morgen früh um 7, sagst du jetzt? Reicht's, Britta, auf zu reden? Morgen früh um 7, sag ich. Jetzt will ich nach Hause. Regie, hört man mich über die anderen Mikros? Hilfe. Ja, wir hauen schnell ab. Der Martin, der ist manchmal so ein bisschen laut. Okay, wir gehen jetzt dann einmal kurz vorne zu den beiden jungen Damen, die noch fehlen. Das ist für mich ganz unhöflich, dass wir hier alles schon jetzt so vorbereitet und besprochen haben, aber euch beide noch nicht so richtig im Visier hatten. Das machen wir jetzt mal einmal. Sag mal. Stimmt. Das machen wir jetzt. Sag mal. Erstmal... Die Lisbeth habe ich mir gemerkt, den Namen, weil der so ein bisschen außergewöhnlich ist. Ja, den merkt man sich schnell. Den merkt man sich schnell, genau. Und was machst du? Ich sticke hier geometrische Muster mit dem Catchstich. Der ist quasi sehr ähnlich oder man könnte auch schon fast sagen der gleiche zu dem Knopflochstich, den die Julia da hinten macht. Das heißt, ich schiebe einmal die Nadel durch, lege den Faden hinten drumherum und schiebe dann natürlich mit dem Fingerhut, sonst macht man sich den Finger kaputt. Ja, das ist ganz schwierig sonst. Die Nadel durch. Es ist auch eine etwas festere, weil man sieht, dass es schon sehr fester, grober Garn, damit es dann auch sehr flüssig. Genau, machst es nochmal einmal ganz langsam. Also du stichst jetzt einmal und das ist auch wieder wichtig, dann direkt jetzt vorne an die Ecke wieder einzustechen. Ja. Na, wir haben ja jetzt hier die Wahnsinnsqualitätskontrolle da, deswegen Mühe geben. Direkt an der Ecke. Um den Abstand immer gleich zu haben, habe ich hier mir so zwei Striche auf den Finger gemalt. Das kann man machen. Wie, du hast jetzt zwei Striche auf den Finger gemalt? Nee. Genau. So, noch ein Tipp. Ja. Dann hat man immer die gleichen Abstände. Man kann sich quasi an diesen zwei Strichen orientieren, ja, sehr gerne, damit das schön gleichmäßig wird. Ja. Und für Leute, die ganz gerne, gerne diese Stiche ausüben, die können sich das auch eintätowieren. Das ist dann vielleicht auch noch passend. Wäre oder so, auch eine, so eine kleine Leiste hier. Und das wäre vielleicht auch ganz gut. Dann kann man auch die Maßschneider das nächste Mal alle erkennen, weil die nämlich dann alle hier die Abstände in dem linken Daumen eintätowiert haben. Das wäre doch mal was. Markenzeichen. Das kann man sofort erkennen. Ich bin Maßschneiderin oder Maßschneider. Sehr schön. Auch ein toller Tipp, den man auch so dann zwischendurch mal lernt im Atelier. Ja, also ich finde das so toll, dass ich auch bei jedem Meisterkurs immer wieder noch etwas von meinen Schülern lerne. Ja. Also ich bin da jetzt schon sehr lange selbstständig und sehr lange in dem Metier tätig, aber ich freue mich über jeden Tipp, den ich im Grunde auch noch dazu bekomme. Mhm. Und Handwerk heißt halt lebenslanges Lernen und das merkt man hier immer wieder. Und das mit den beiden Strichen, das kannte ich also auch noch nicht. Ach, also das finde ich ganz, ganz toll. Ja, guck mal, Lisbeth. Die Frau sollte sich noch einmal so ein kleines bisschen beeindrucken. Das finde ich doch, das wertet einen schon ein bisschen auf. Wofür machst du das jetzt? Willst du nur das, die Technik vorführen oder kannst du das hinterher irgendwo einbringen? Ich übe das. Du übst das? Für mein Meisterstück. Für dein Meisterstück. Genau, das soll quasi so ähnlich meine Schmuckarbeit werden. Ja. Die ich an verschiedenen Stellen auf mein Meisterkostüm setze. Und jetzt übe ich quasi schon mal fleißig, damit es dann perfekt wird. Okay, als Meisterstück hast du was dir ausgesucht? Steht das fest, Inge, dass die einen Teil machen müssen oder können die sich das aussuchen mit einem bestimmten Schwierigkeitsgrad? Genau, also es müssen verschiedene Elemente erfüllt sein. Also man kann zum Beispiel ein Kostüm mit einer Bluse machen oder ein Kleid mit einem Mantel oder einen Hosenanzug mit einer Bluse oder ein Abendkleid mit einem Jäckchen drüber. Es muss also immer was Mehrteiliges sein, also mehrere Teile. Die Teile müssen alle während der Meisterschaft
Meisterprüfung angefertigt sein. Und ich weiß nicht, ob Lisbeth darüber sprechen möchte, weil bei vielen ist der Entscheidungsprozess ja noch nicht abgeschlossen. Wir sind gerade noch in so einer Entwicklungsphase. Mhm. Wir waren schon mehrfach zum Stoffeinkauf bei verschiedenen Großhändlern, um erstmal so Materialien ausfindig zu machen. Und es möchte vielleicht auch nicht jeder gerne alles so preisgeben. Deswegen weiß ich nicht, wie sensibel diese Frage ist. Also Sie können entscheiden, ob Sie darüber sprechen möchte. Ich kann im Groben und Ganzen sagen, dass es ein moderner Hosenanzug wird für eine moderne junge Frau. Ja. Genau. Aber Details. Nein, keine Details verraten, auf keinen Fall. So ein bisschen ist das ja auch Konkurrenz bei euch, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Oder gar nicht? Seid ihr ein Team? Das ist ein Team. Ja, also Konkurrenz ist nichts Schönes. Jeder hat ja seinen eigenen Stil. Genau. Ja. Im Handwerk geht das eigentlich kaum, denn man hat ja, wie Frau Soltesig ja schon gesagt hat, man hat ja sogar beim Nähen und bei den Stichen eigenen Stil. Und da kommt man sich eigentlich kaum in die Quere. Nein. Okay. Das, nö. Ja, das ist doch schön, aber das freut mich, dass ihr so eine, man habt auch gerade schon hier so eine super homogene Truppe abgegeben und versteht euch ganz gut und der Jochen, der lacht auch, der, obwohl er gar nicht dabei ist, fühlt er sich auch voll integriert hier. Das ist eine schöne Sache. Da kann ich gleich mal nachlegen, Britta. Jochen ist doch dabei und zwar müssen die Schüler unabhängig von ihrem Meisterstück, also das ich gerade beschrieben habe, auch noch eine Situationsaufgabe machen. Oh, was ist eine Situationsaufgabe? Ja, also das sind ja jetzt hier alles Maßschneider, aber mit dem Schwerpunkt Damen. Ja. Und wenn man die Prüfung mit dem Schwerpunkt Damen macht, muss man aber dennoch ein Herrenmodell machen. Okay. Und das Herrenmodell ist bei uns bei der Handwerkskammer eine klassische Herrenhose und eine klassische Herrenweste. Ja. Und jetzt darfst du dreimal raten, wer das Model ist. Ja. So, wer kämpft denn da in Frage? Guck mal, wer denn da grinst und aber du musst dann aber dich ganz schnell umziehen zwischendurch, weil wenn jeder sieht so ein Stück, dann musst du aber dann bist du aber geübt da drin, oder? Auf jeden Fall. Runter und dann wieder in das neue Outfit rein. Also ein sympathischeres Model kannst du kaum geben. Nein, finde ich auch. Und vor allem auch noch Traummaße. Ja, hat er Traummaße? Steh mal auf. So, ganz perfekt, wie ich sage. Also du weißt ja schon, was dir gleich blüht. Das Maßgeschirr, was da hinten an der Puppe hängt. Dass du nicht wieder atmen darf, meinst du? Das musst du entscheiden, wie du atmest. Aber wahrscheinlich wirst du gleich auch kurzfristig eben dieses wunderbare Messgeschirr da nochmal über... Ja, wenn du dich so wunderbar präsentieren kannst und deine Chefin sagt, du hast Traummaße, dann wollen wir die doch alle sehen. Okay, das kommt gleich noch. Dann gucken wir uns jetzt noch einmal die Jasmin an. Ja. Danke, Lisbeth, für deine Sache. Schön weiterüben. Wobei, ich kann schon sagen, muss ich noch geübt? Ich sehe nichts. Ich würde sagen, ja. Auf dem Weg zum Perfektionismus muss man immer üben. Ja, genau. Also immer. Ja. Du bist also auch Schneider, alle Perfektionisten werde ich noch fleißig üben, bis ich selber damit zufrieden bin. Ich finde es schon toll. Und nochmal für alle, die beim Dortex Design Award mitmachen wollen, Schmuckelemente. Ja. Ja. Ganz und wenn es nur so ein kleines bisschen ist, so ein, zwei Pailletten wären schon mal gut. So, die Jasmin haben wir noch. Wir kommen mal hier rum zu dir und dann verrat uns mal einmal, was du heute mitgebracht hast und was du hier vorstellst und machst. Okay, ich mache eine schöne Blüte aus Stoff, da ich einen Stoff ausgewählt habe, der sehr franzt, wenn ich dafür halt auch den Stich an, den die Julia genommen hat, damit kann man nämlich auch Kanten so umstechen, dass sie halt nicht mehr ausfransen. Ich werde jetzt für dieses Beispielblüte allerdings nur das eine Stückchen davon umstechen, weil sonst bin ich damit Stunden zugange. Und dann werden die alle zusammen zu einer Blüte gesetzt. Magst du noch mal kurz auf den Stoff eingehen, was das ist? Weil das ist ja schon ein wunderbarer Stoff, den du dir hier ausgesucht hast. Und man sieht ja schon an den Kanten, was damit passiert. Genau, er franzt sehr, deswegen wird er halt umstochen. Das ist ein Art Seidenjacquard-Gewebe, genau. Und die sind ja bekannt dafür, dass die sehr schnell fransen. Würde ich jetzt Tüll verwenden zum Beispiel, müsste ich das gar nicht umstechen. Da hätte man so eine schöne Tüllblüte. Allerdings hatte ich keinen Tüll mehr zu Hause. Ja, und das ist ja auch schon, sieht ja auch schon toll aus hier mit diesen ganzen Farben. Ja. Und das ist ja schon toll, dass man die einzelnen Muster so gut erkennt. Genau. Und du machst jetzt praktisch den gleichen Stich als Blüte, um die Blüte rum, genau, damit der Stoff halt nicht ausfranst. Ja. Gut, und das geht ja auch bei so einem, ich sag mal, bei so einer Blütenform auch nur schwer mit der Maschine. Ne? Da das wäre schwierig, dann da mit einem Zickzackstich drüber zu gehen. Das wäre schon. Mhm. Also mit der Hand dauert es zwar länger, aber. Okay. Und dann zeigst du uns gleich, wenn du mit der Blüte weitermachst. Wenn du einmal das umstochen hast, kannst du ja nochmal einmal kurz sagen, genau, ich bin jetzt soweit. Genau, dann wird es einmal gebügelt.
wie gesagt, die anderen vier mache ich jetzt heute nicht für die Beispielblüte, weil das dauert zu lange. Ja. Aber dann am Ende sieht man, wie die Blüte aussehen wird. Und das wäre auch ein Schmuckelement dann, was genau. Du anbringen würdest, die handgemachte Blüte. Ja. Mhm. Also sehr vielseitig, diese ganzen Schmuckelemente, die man so machen kann. Auf jeden Fall sehr vielseitig und auch vielseitig, also einsetzbar. Ja. Ne? Also die Stiche sind auch vielseitig einsetzbar. Ne? Also wir haben es ja gerade schon gehört, das ist im Grunde ja der Knopflochstich. Ja. Den kann man halt auch einsetzen, um Kanten zu befestigen, wie das jetzt hier gerade bei den Blüten passiert. Und deswegen ist es halt wichtig, sich ein gutes Fundament an Grundstichen anzueignen. Und die kann man dann halt an unterschiedlichen Stellen einsetzen. Sehr schön. Ja. Mhm. Ganz, ganz, ganz toll. Ja, dann gehen wir nochmal weiter rum und dann gucken wir uns gleich nochmal deinen Reißverschluss an. Ja, den Punktrückstich. Genau, den Punktrückstich. Aber wir werfen nochmal eben kurz einen Blick hier auf die Knopflöcher. Der Alex braucht sich praktisch nur rumdrehen und dann einmal gucken. Guck mal, zwei Stück schon mega schön fertig. Zwei sind sogar schon fertig. Wow. Ja, aha. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und schön, das ist einmal gebügelt und einmal ungebügelt. Man erkennt vielleicht, dass man hier in der Rundung anfängt, die Knötchen so ein bisschen nach oben zu ziehen, damit die sich schöner legen, weil ja der Umfang hier in dem Kreis quasi viel kleiner ist als außenrum und dann legen sich die Knötchen einfach schöner. Wenn man dann bügelt, dann legt sich das dahin, wo es sich hinlegen möchte und wird dann gleichmäßig. Und das wird jetzt noch eingeschnitten werden? Hast du schon eingeschnitten? Ah, du hast also mal beim nächsten. Also beim nächsten, wenn du an der Kante, an der Rundung angekommen bist, sagst du uns einmal kurz Bescheid, damit wir uns das noch angucken können und dann auch das Einschneiden, damit wir noch ein bisschen Action haben. Das Einschneiden findet jetzt statt. Das Einschneiden kommt jetzt als allererstes, sonst könnte man ja gar nicht schlingen. So, genau, weil es geht ja darum, man sieht das hier hinten auch. Das ist auch immer schwierig, dass es hinten halt ordentlich aussieht. Weil man muss ja auch beide Stofflagen fassen. Ja. Und dann deswegen, dass man eben um beide Stofflagen rumkommt hier. Also dann zeig noch mal einmal, wenn du jetzt einschneidest, das war ja gerade schon, also nicht hinterher einschneiden, wie wenn man das mit der Maschine nähen würde, da schneidet man ja erst hinterher ein, sondern jetzt, du bleibst dann jetzt also in deinen vorgenähten Kästchen da und man schneidest das dann vorsichtig ein. Also die meisten machen das mit einer kleinen Schere, aber ich bin leider gar kein Fan von kleinen Scheren und mache das lieber so. Ich habe dann... Ich habe da mehr Kontrolle über die Schere. Deine Meisterin lacht gerade. Ich bin baff. Sieht niemand gerne bei mir, aber ich mache das lieber so. Ich habe dann mehr Kontrolle. Genau, so schneidet man das auf und dann beginnt man eben ist mit dieser... Ist gut gegangen. Ja, ist gut gegangen. Ja. Sonst hört man das Teil, ist es ruiniert und man kann es wegtun. Ja, okay. Genau. Und dann beginnt man eben mit der Seele und dann fängt man an, diese Knötchen rumzuschlingen. Super. Ja. Ja, dann kommen wir gleich nochmal vorbei, wenn du bei der Rundung bist, aber dann musst du dich auch mal melden. Ja, mache ich. Und nicht heimlich still und leise alle Knopflöcher weitermachen. Ich melde mich bei der Rundung. Super, ich nehme nochmal eben die Sarah mit ins Bild und den Kevin auch. Kevin. Ja, ganz kurz. Ja. Aus dem Chat fragt die Monika G. Ja. Wie wird denn der Faden am besten vernäht? Mit Knoten oder unsichtbar, dass man ihn nicht sieht? Wie wird der Faden am besten vernäht? Ja. Das wurde gefragt, als ihr bei Jasmine wart. Ich weiß nicht genau, ob sich darauf bezieht, aber es gilt generell. Also wie man den Faden hinterher vernäht. Wie würdest du den vernähen? Aber es hängt immer davon ab, welche Handarbeit man gerade macht. Ja. Also immer so unsichtbar, aber natürlich so stabil wie möglich. Also am besten immer, indem sich die Stiche überlappen. Ja. Also sowohl beim Blindstich, wenn der Faden zu Ende ist, vernäht man so zwei, dreimal auf der Stelle im Saum und fängt dann mit dem neuen Faden zwei, drei Stiche vorher an, damit man immer ein sich überlappendes Stück hat. Also keinen Knoten? Nein, kein Knoten. Mhm. Und bei der Staffierarbeit ist es genau dasselbe, also auch überlappend. Mhm. Also aufhören, vernähen, neu anfangen, immer ein bisschen zurückversetzt. Ja. Ich hoffe, Monika, das ist beantwortet, deine Frage. Und jetzt hätte ich trotzdem gern die Sarah hier hinten, weil wir reden nämlich nochmal über deine Jurorentätigkeit und darüber, was es noch für tolle Kategorien gibt beim Dortex Design Award. Wir gehen jetzt einmal kurz zu dem Fernseher hin. Ihr könnt übrigens alle auch mal gucken, damit ihr keine Nackenschmerzen kriegt, meine Lieben, vom ewigen Runterstarren. Und dann sieht man euch auch mal ein bisschen. Genau, wir gehen jetzt mal dahin. So ein bisschen. Sarah, komm mal zu mir. Und Inge auch. Ja. Das sagt der Jan mir ins Ohr, dass das Kostümdesign ist. Das ist mir schon klar. Dass das nicht Best auf Stricken und Häkeln ist, kann man vielleicht erkennen. Also, ich weiß jetzt gar nicht. Was? Ich habe nichts gehört. Also die Stimme aus dem Off. Also, wir haben dann so ein paar Beispiele und dich habe ich auch noch mal als Anreiz damit mit ins Studio genommen heute, um noch mal darauf aufmerksam zu machen, dass wir die Kategorie
Kostümdesign haben. Und da sieht es jetzt gerade noch so ein kleines bisschen mau aus in der Kategorie, was ich gar nicht verstehen kann. Und die Katharina Kraft, die ist da Jurorin, sei herzlich gegrüßt an dieser Stelle, die weint hinterher, wenn die nur ein oder zwei Teile begutachten kann. Also wir haben nur so einen lustigen Rückblick über die letzten Jahre einmal gemacht, so das Kaisers neue Kleider. Man muss es nur gut präsentieren können. Dann mutig sein. Gerade etwas sprachlos. Ja, ja, manchmal ist man auch sprachlos im Blabla-Café. Das sind so Sachen, die mal letztes Mal oder die letzten Jahre mal gezeigt wurden oder eingereicht wurden. Das ist dann so etwas, was dir dann imponieren würde. Ja, zumindest kann man da schon so ein bisschen mehr Schnitttechnik und Passform erkennen, ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Wobei beim Kostüm kommt es auch darauf an, so ein bisschen kreativ zu sein und es muss nicht unbedingt jetzt nicht unbedingt historisch sein, sondern deswegen habe ich die Sarah auch mit ins Studio geholt. Wenn man ein Einhorn-Fable hat, so wie du, dann kann man auch eine selbstgewählte Kreation machen und sich einfach damit beim Dortex Design Award noch bei uns bewerben. Ich möchte euch auf jeden Fall motivieren, dass ihr da noch ganz fleißig aktiv werdet und auf jeden Fall, dass dann noch reichlich Bewerbungen eingehen. Ja. Denn das ist nämlich nur noch bis zum 4. Februar. So, danke, dass du dir das gemacht hast. Ich finde das toll, dass die Sarah da so kurz auch noch eben das Datum einstreut. Also, wer noch was zu Hause hat oder wer sowieso ein bisschen Cosplay-Erfahrung hat und da nochmal sagen will, ach, ich bewerbe mich da einfach mal. Ja, unbedingt, haltet euch ran. Hier sind ganz viele Cosplay-Fans, deswegen, wir freuen uns auf eure Einsendung. Danke, Sarah. Ja, gerne. Ja. Okay, wir waren jetzt wo stehen geblieben, wir beide? Ich glaube, wir wollten den Reißverschluss-Punkt-Rückstich zeigen. Genau, den Punkt-Rückstich. Jetzt machen wir den ganz krassen. Aber ich habe irgendwo meinen Fingerhut stehen lassen. Ach, ja, ich glaube, ganz da vorne. Weil ohne Fingerhut bekomme ich das gar nicht hin. Okay. Gerade beim Reißverschluss, weil da hat man jetzt nicht nur den Stoff, sondern auch das Reißverschlussmaterial dazwischen. Schön ist, dass du den goldenen hast, ne? Ja, das ist ein Erbstück. Das ist der Fingerhut meiner Mutter. Oh. Also der Fingerhut ist mindestens, ich würde mal sagen, so 60 Jahre sicherlich alt. Das ist ein Erbstück meiner Mutter und durch die bin ich im Grunde auch ans Nähen gekommen. Meine Mutter hat immer für uns Kinder genäht und das hat mich so fasziniert. Mhm. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass ich den Fingerhut habe. Ja, das ist natürlich was, da achtest du bestimmt auch gut drauf. Das stimmt, ja. Und der Reißverschluss ist ja jetzt hier eingesteckt. Ja. Und der Reißverschluss wird in geöffnetem Zustand eingenäht. Ja. Ich fange jetzt mal hier unten an. So, und zwar steche ich erstmal auf der linken Seite ein, damit mein Knoten hier verschwunden ist. Ich gehe auf die andere Seite, weil sonst habe ich gleich Angst, dass ich so eine Nadel in der Wange stecken habe. Du, das ist alles schon passiert auch bei uns im Atelier. Man darf nicht zu nah rangehen. Ich mache mal eben nur so 2-3 Stiche, dann kann ich es besser erklären. Man sieht das hier schon. Ich öffne den Reißverschluss. So, und der Punkt Rückstich, der Stich sagt im Grunde schon, wie er sein muss. Ich steche, wenn ich jetzt hier mit den Faden rausgekommen bin, wieder rückwärts. Und zwar so, dass ein kleiner Punkt entsteht. So, man sieht das jetzt hier. So, wenn ich jetzt den Faden anziehe. So, hier entsteht jetzt ein kleiner Punkt. Ja. Nur so. Und deswegen heißt der Stich natürlich Punktrückstich. Und das mache ich jetzt ganz liebevoll und akribisch in Kleinarbeit. Das geht aber diese, du hast jetzt hier ein Crepe, ne, als Material. Das ist ein Volgerjet. Ich liebe Volgerjet. Also ist eins meiner Lieblingsmaterialien hier in Grün. Ich habe auch ein Volgerjet-Kleid an. Ist ein absoluter Figurschmeichler. Mhm. Kann man das ganze Jahr tragen zu jeder Gelegenheit und lässt sich vielseitig einsetzen. Und hier sieht man das jetzt auch nochmal. Also ich wollte nur kurz auf das Material eingehen. Wenn du natürlich so ein tolles Material hast, dann kann man das auch wunderbar mit diesem Rückstich machen. Ja. Wenn du jetzt was ganz Feines hast, würdest du das dann trotzdem machen? Das sieht auch bei Seide sehr schön aus. Ja. Also das ist halt auch eine gekonnte Handarbeit. Und dann würde man den Punkt aber mehr sehen. Ne? Darf man auch. Ja, ja, okay. Darf man auch. Also man darf den Punkt wirklich sehen, das ist hierbei gewünscht. Okay. Anders als beim Blindstich. Ja, ja, deswegen. Beim Blindstich darf man es nicht sehen, deswegen blind. Mhm. Und beim Punktrückstich darf man es natürlich sehen. Und das Qualitätsmerkmal dieses Stiches ist es natürlich, dass hinterher links und rechts an dieser Reißverschlussrippe diese Stichreihe sichtbar ist. Ja. Und das ist natürlich wieder ein Qualitätsmerkmal des Handwerks. Und man kann halt daran erkennen, dass es also ein handwerklich gearbeitetes Modell ist. Ja. Ne? Der ist natürlich nicht so stabil wie ein Maschineneingenähter. Mhm. Deswegen, man darf das jetzt nicht machen, wenn es zum Beispiel so ein knallenges Stretchkleid ist, dann würde ich das nicht empfehlen. Nee, dann würde ich einen auf Nummer sicher machen. Ja, das kann ich verstehen. Ne? Aber wenn man sonst ein figurbetontes Kleid, so wie du das anders, also ich bin immer noch ganz begeistert von deiner Verarbeitung.
Verarbeitung hier oben. Oben, ne? Vielleicht zeigen wir das mal einmal. Ja, genau. Beim letzten Mal hast du gesagt, du hast irgendwann mal so eine Zeit im Atelier, wo die Damen für dich nähen müssen, dürfen, können. Und immer. Du kannst, genau, und du kannst dir das dann aussuchen. Ja, 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 und ich habe gerade schon beim Reinkommen gesagt, war es wunderschön mit dieser angedeuteten Krawatte hier oben. Ganz hervorragend. Mhm. Also das Kleid ist... Gefällt mir sehr gut. Ach, danke. Ja, ganz toll. Du, ich kann dir eine gute Schneiderin empfehlen, die sowas für dich nähen könnte. Das denke ich mir. Ich komme vielleicht mal drauf zurück, weil ich es ja nicht hinkriege, für mich selbst was zu nähen. Aber ob ich das auch so toll hinkriegen würde, ich weiß es nicht. So. Was lachst du denn da hinter der Kamera? Unglaublich. Ja, so geht es jetzt hier weiter. Und vielleicht nochmal eben für unsere Nähbegeisterten zu Hause. Also beim Handarbeiten geht natürlich alles über die Fingerspitzen. Mhm. Man braucht einfach sensible Fingerspitzen und auch eine ausgeprägte Feinmotorik. Das ist auch das, was ich immer wieder gefragt werde. Was braucht man für das Berufsbild des Maßschneiders? Ja. Man braucht eine ausgeprägte Feinmotorik. Mhm. Und die kann man gar nicht früh genug sensibilisieren. Ich bin ja ein Fan davon, dass Berufsfindung im Vorschulalter stattfindet. Und deswegen also ganz, ganz früh die Feinmotorik trainieren, arbeiten mit der Schere machen, mit Nadel und Faden. Also nicht nur hier so. Ne? Ja, obwohl das schwierig ist, gegen den PC anzustinken. Aber wenn man dann hinterher, ich denke auch immer, was in den Händen hält, was man dann auch selber gemacht hat und nicht nur einen Highscore vielleicht oder auch nicht gekriegt hat, ist das schon ein anderes Gefühl. Ich weiß, was verschafft einem einfach Erfolgserlebnisse und das tut einfach gut. Das stimmt. Ne? Und ich wollte es hier eben noch zu Ende erbringen, das war jetzt nur ein kleiner Schwenk eben für die Erklärung, dass ich mit meinen Fingerspitzen im Grunde fühle, dass die Reißverschlussrippe sich immer so ein Millimeter, man kann das hier gut erkennen für den Kameramann, so ein Millimeter hinter dem Stoffbruch befindet. Mhm. Das ist halt ganz wichtig, wenn ich nämlich dann später den Reißverschluss schließe, dass ich dann den Reißverschluss nicht sehe, sondern diese beiden Brüche, die dürfen sich fast so ein bisschen voreinander aufrichten. Die dürfen so eine kleine Dachbildung haben. Ne? Weil es kommt immer ein bisschen Spannung später drauf. Und man soll natürlich nicht den Reißverschluss, sondern nur den Rückstich sehen. Mhm. Das ist jetzt noch eine akribische Kleinarbeit, das auf beiden Seiten zu machen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Nö, das ist aber jetzt weiß schon nicht, was du mit mir vorhast. Nö, alles weiterhin. Gut. Wir, ist alles gut. Ich glaube, wir können jetzt nochmal ansonsten ein kleines Schlückchen trinken und an der Stelle kann ich vielleicht auch nochmal, der Alex nickt da auch schon, genau, dass wir einmal eine kurze Redepause haben. Ich natürlich nicht, rede ja immer unerbittlich weiter. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal, ich hoffe, der Jan verzeiht es mir, jetzt auf die Facebook-Gruppe aufmerksam machen. Jan ist gar nicht da. Ja, das ist schon schön. Also, der Jan, der das jetzt machen könnte, könnte was einblenden, was jetzt nicht geht, weil er gerade nicht an seinem Platz ist. Also machen wir es einfach nochmal später. Nee, ich sag das einfach so und wir blenden das dann hinterher nochmal ein. Und der Martin macht sich gerade lustig über mich. Das ist auch schön. Also, wir haben eine Facebook-Gruppe auf Facebook, also meine spezielle kleine feine Gruppe im Blabla-Café. Und wir nähern uns der 200-Mitglieder-Grenze. Und vielleicht gibt es auch eine Überraschung für den 200. Man weiß es nicht. Vielleicht guckt er einfach mal rein. Ganz nebenbei kann man auch nicht nur der Facebook-Gruppe beitreten, man kann auch hier mitmachen. Martin, Martin ärgert mich gerade. Man kann auch hier im Studio mitmachen. Man kann tolle Gäste kennenlernen und wie die Inge und letzte Woche war die Linda von Yuki da und wir haben überhaupt immer ganz tolle Themen, die wir auch gerne bearbeiten. Und vielleicht gibt es noch mal einen kleinen Schwenk hinten auf die blaue Couch. Einer reicht eine Kamera. Da sitzt nämlich die Uta, die auch schon mal hier war. Hallo Uta, ich freue mich, dass du da bist. Die sagte, ich bin heute einfach vorbeigekommen, ich bin nämlich ganz neugierig. Und das finde ich total klasse, dass sie ganz neugierig ist und einfach vorbeikommt. Kommt auch einfach vorbei und seid ganz neugierig. Wir freuen uns auch über jeden Besucher, der hier ist. Ist der Jan mittlerweile zurück oder noch nicht? Ja, eine Sekunde. Okay, der Jan spricht aus dem Off und der Jan kann dann jetzt vielleicht nochmal die Facebook-Gruppe einblenden. Ja, blödes Timing. Ich habe aber auch nicht auf dich gewartet. Es tut mir jetzt leid. Ich war mal frech und habe mal eigenmächtig gehandelt. So, ich glaube, wir brauchen jetzt was Stärkeres, oder? Ja, Britta, bitte. Kann ich noch eine kurze Ergänzung sagen zu dem Reißverschluss? Weil ich habe hier im Chat gelesen, dass da Fragen sind, dass unsere Zuschauer das gerne mal von der Rückseite sehen möchten. Ja, gerne. Also guck so mal. Von der Seite. Und wenn man es umdreht, das mache ich jetzt mal eben. Ja. So, wenn man es umdreht, sieht es also so aus. Hier liegen jetzt die Stiche. Die schwanken jetzt hier so ein bisschen, weil der Reißverschluss ja so ein rippiges Gewebe hat. Das sieht von der Rückseite jetzt natürlich nicht so perfekt aus wie von der Vorderseite. Das ist aber nicht so schlimm, weil unser Kleidungsstück wird ja später gefüttert und die Futterkante wird dann direkt hier drüber staffiert. Das heißt, also diesen Stich würde man später gar nicht sehen. Die Rückseite des Stiches würde man nicht sehen, Wobei das hier gerade im Chat gefragt wird. Aber man sieht ja schon, es sieht ja trotzdem schon also wirklich millimetergenau aus, auch ohne Tätowierung am Daumen.
Ohne das, ja, ja. Und ich arbeite jetzt im Stehen. Also ja. Im Stehen, Handarbeiten im Stehen ist schwierig. Ja. Also bei einer Handarbeit muss man sitzen und man hat das Teil zum Teil dann ja auch so nah am Körper liegen und hat dann eine ganz andere Stabilität in der Arbeit. Es ist auch jetzt, wir laufen schon die ganze Zeit hier rum und wenn man dann auch noch so konzentriert was machen muss, in einer Live-Sendung ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Also ich finde es trotzdem super top, auch von der Rückseite. So, ich glaube, wir brauchen noch ein Schlückchen. Ist was vorbereitet? Schön ist, dass das Einhorn was hat, das freut mich. Und wir beide sitzen hier auf dem Trocknen. Das ist also. So, jetzt muss ich doch nochmal was über die Gruppe sagen. Jetzt ist die Gruppe nochmal eingeblendet. Also, wir nähern uns der 200-Mitglieder-Marke und vielleicht ist es doch mal ganz gut, der 200. zu werden. Vielleicht wird sich das lohnen. Ja, da bin ich immer so ein bisschen unterwegs, beantworte gerne eure Fragen, nehme gerne eure Themenvorschläge für Sendungen entgegen. Freue mich, wenn ihr eure eigenen Sachen zeigt und... ja, sagt, das habe ich schon geschafft und das würde ich gerne mal sehen. Und so ein bisschen kann man auch hinter die Kulissen blicken. Die eine oder andere Info bekommt ihr dann auch vielleicht ein bisschen früher als die anderen. Also es ist eigentlich ganz, ganz nett und fein und beschaulich. Es gibt immer mal wieder Bilder von Alex. Ja, wenn es interessiert, der kann da mal reingucken. Genau. Und ich glaube, die Julia hat gerade gewunken. Ja. Die Julia hat gewunken. Wir sind jetzt an der Rundung. Ja, wir sind an der Rundung. Ja, ja, genau. Du bist auch an der Rundung und wir schleichen dann jetzt mal eben zu Julia. Tristan, bist du lieb und lässt uns einmal durch. Dann wollen wir jetzt mal einmal die Großaufnahme an die Rundung und das Besondere zeigen. Ja, man sieht jetzt hier, dass es bis kurz vor dieser Ecke gerade ging und die Knötchen nach innen gelegt wurden. Und jetzt muss man anfangen und quasi hier um die Kurve rumgehen und ein Mittelding zwischen eckig und flach finden. So hab, also und? So habe ich das gelernt. Ein Mittelding zwischen eckig und flach. Genau, also dass man jetzt davon nicht kann man quasi, auch Albträume kriegen. Quasi nicht bis hier in diese Ecke und dann rund, sondern dass man das so diese Ecke so ein kleines bisschen abflacht. Ich glaube, es ist gut, wenn du das vormachst und es nicht versuchst zu erklären, weil das ist, glaube ich, mega schwierig. Und das ist auch so toll, man kann so ein bisschen mit den Augen stehlen, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Und es ist auch mal so ein schönes Beispiel, also dieses Auge kann man auch vergleichen mit so einer Sonne, ne, diese Strahlen, oder halt auch mit einem Rad, weil ein Rad mit Speichen hat ja auch in der Mitte einen kleineren Radius als außen und genauso soll das Ergebnis sein. Also die Knötchen haben im Grunde einen kleineren Radius als außen die Einstichstellen. Also es steckt halt sehr viel Detailarbeit schon alleine nur in diesem kleinen Knopfloch. Und dann ist quasi das letzte Knötchen vor dem Wechsel vom Geraden zum Runden, wird schon so ein bisschen nach oben gezogen und dann fängt man jetzt hier an, das Knötchen dann eben nach oben zu ziehen. Nach oben zu legen. Genau, und dann, damit man hier diese Rundung schön arbeiten kann. Wenn man das nicht gewohnt so, und dann ist, werden hier die, so dünn. Ab da dann die Knötchen nach oben gezogen. Hier bis hierhin ungefähr dann gerade und ab hier dann im Verlauf nach oben, dass sie oben drauf liegen. Toll. Muss man auch üben und auch Geduld finden. Ja, also ich habe mal gehört, dass man 100 Knopflöcher gemacht haben muss, bis man ein gutes hingekriegt hat. Bei welcher Nummer bist du? Ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe vor meiner Gesellenprüfung zum Beispiel Tag und Nacht mir solche Läppchen hier vorbereitet und Tag und Nacht Knopflöcher gemacht. Also in jeder Situation. In jeder Situation hast du diese Knopflöcher gemacht. Genau, dass ich sie auch in jeder Situation machen kann. Aber auch da muss man sagen, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Es ist natürlich auch stoffabhängig. Ja. Und dann ist es natürlich, wenn man jetzt hier einen anderen Faden hat, farbig einen anderen Faden als der Kontraststoff nimmt, ist es natürlich dann noch, dann sieht man man alles, was, da wird einem gar nichts verziehen. Jedes falsche Knötchen. Ne? Genau. Ja. Und hier unten, was man auch noch sagen kann, ist, dass hier unten zum Abschluss nochmal so ein Querriegel gesetzt wird. Ja. Das heißt, hier unten werden quasi in die Richtung dann nochmal dieselben Knötchen draufgelegt. Okay. Dass es hier unten die Stabilität bekommt, dass es nicht ausreißt. Sehr gerne. Ja, und das ist einfach unten einen schönen, glatten mit viel Zucker Abschnitt. Ja, kannst du da noch was hinzufügen? Oder bist du also sowas kann man auch immer als Übungsstück in der Tasche dabei haben. Man hat so viele Wartezeiten, wo man irgendwo an der Bushaltestelle sitzt oder beim Arzt wartet oder Zug fährt. Also Jochen fährt zum Beispiel auch viel Zug. Der hat immer Handarbeiten dabei und arbeitet immer im Zug. Jetzt echt? Und das ist eine tolle Kontaktplattform. Man trägt das Handwerk nicht nur am Körper, sondern auch auf den Lippen. Also man hat immer einen Gesprächseinstieg, kann Werbung
Kompliment machen für das Marschner Handwerk und man kann die Zeit zum Üben nutzen. Also es ist nochmal ein guter Tipp für alle da draußen, die jemanden kennenlernen möchten. Dann vielleicht ist es doch mal besser, nicht auf sein Handy zu starren und zu daddeln und zu machen, sondern heimlich Knopflöcher zu sticken. Mhm. Ich sehe schon, Alex ist total begeistert. Ob er das aufgreift, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber vielleicht, der Kevin, der schmunzelt so vor sich hin, überlegt er sich das nächste Mal sein Smartphone wegzulegen und dann doch mal Knopflöcher zu stecken. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ja, schön. Jasmin, wie weit bist du mit deinen Blütchen? Können wir schon mal sehen? Ja, so, es wird langsam. Ja, genau. Was ist, ganz kurz, was ist da jetzt passiert? Man sieht jetzt hier, dass sich der Faden am Ende so aufdröselt, wenn man den abschneidet. Dann hat man nicht mehr das Problem, dass sich hier hinten diese Fäden mit dem Faden verheddern und dann hat man nicht so schnell. Und dann schneidest du es einfach hinten ab. Also mutig sein und hinten ruhig so ein kleines bisschen. Und es gibt noch einen Trick, wenn man immer das Problem hat, dass sich der Faden so ineinander dreht, dass man das einfach mal hängen lässt. Und dass er man sich sieht wieder das so ein bisschen und dann dreht er sich ja so. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist, glaube ich, ein relativ bekannter Trick. Ja, das geht. Jasmin hat jetzt ganz heimlich gebügelt. Wir nähern uns mal und kommen noch mal einmal da vorne hin, damit wir was von der Blüte sehen können. Genau. Also ich habe ja jetzt zur Probe halt nur eins komplett eingefasst, damit es nicht franzt. Aber man sieht hier schon, wie die Blüte im Werden ist. Und zwar habe ich diese einzelnen Elemente mit der Schablone, die man sich vorher macht, zugeschnitten. Ja. Und dann klappt man die einfach zweimal um und näht dann durch die Ecke, die sich hier unten bildet, durch. Und dann habe ich mir hier unten so einen kleinen Kreis gemacht. Ja, zeig mal einmal kurz in die Kamera. Guck mal da, hinter dir, der Alex hat das. Einfach so ein Stück drunter, wo man das dann halt aufnäht. Und dann werden da die ganzen gefalteten Blütenelemente aufgenäht, dass sie dann am Ende eine große Blüte ergeben. Wenn es jetzt klappt. Perfekt. Was zum Scheiß. Bei Jasmin merkt man auch, wenn ich das noch eben ergänzend sagen darf, aus welchem Metier sie kommt. So. Also sie ist ausgebildet worden in einem Atelier, die schwerpunktmäßig Brautkleider genäht haben. Ja. Und das ist so ihr Steckenpferd. Ne? Mhm. Sie lieben Brautkleider. Richtig. Ja. Also wir haben die damals halt aus Tüll gemacht, die Blüten, und damit ganze Röcke. Ja, ganze Röcke? Ganze Röcke besetzt oder teilweise. Ja. Oder mal oben, also vorne bei einem Gürtel, so als Schmuckelement. Dann, aber da haben wir halt Tüll benutzt, aber ich hatte keinen Tüll mehr zu Hause, also dachte ich, versuche ich es mal damit. Alles gut, aber man kann es ja erkennen und man kann sich jetzt auch ein Kleid mit so einer schönen Blüte ganz gut vorstellen. Auf jeden Fall. Ja. Und es muss ja auch nicht immer zwingend Tüll sein. Also nein. Man kann jedes Material dafür verwenden, ob das jetzt ein Strickstoff ist oder ein Gewebe, also da ist wirklich alles möglich. Sehr schön. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz vorbei. Ich brauche noch mal, jetzt ist es vielleicht, Martin erscheint da fertig, er hat alles vorbereitet. So, wer von euch möchte jetzt gleich den Jochen vermessen? Das lernt ihr nicht ja auch. Alle auf einmal. Alle auf einmal? Na gut, dann werden wir gleich nochmal, also nachdem wir jetzt nochmal kurz zur Bar gegangen sind, ihr könnt euch vielleicht mal absprechen und mal kurz nach oben gucken und euch dann überlegen, worum ging es noch beim Maßnehmen. Ich glaube, die Inge stellt gleich noch ein paar Fragen an euch. So, jetzt geht's dann los. Jetzt wird der Puls höher. Ja. Okay, also ihr müsst jetzt mal so gucken, dass ihr ja gleich euch dem Jochen mal nähert. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ich habe das einmal gemacht. So. Ja, volle Gläser. Ah. Genau, ein klitzekleines. Können wir schon wieder anstoßen. Ja, wir stoßen auf jeden Fall an auf den wunderbaren Nähnachmittag. Ja? Ich freue mich total, dass du da bist und sie mitgebracht hast. Ich muss erst einen Schluck trinken. Keinen Maßgeschmack. Immer wieder gerne, Britta. Ja, ich freue mich auch. Zum Wohl. Ich kenne nur andere Systeme. Martin, sind alle gut versorgt hier. Köstlich. Hast du auch die Damen? Ja. Ja. Köstlich. Die Damen sind auch alle hier. Ich bin schon zweimal rumgegangen, also wenn ich will, will einfach. Die wollen nicht. Ich hätte gerne eine Cola. Ich bin so gucken wie. Cola. Was ist? Sehr gerne. Danke. Uns fehlt heute ein Mikro irgendwie. Das Mikro liegt, glaube ich, bei Kevin gerade. Ja, da strahlt er. Der Kevin hat es in der Hand. Meins. Deins? Das ist schon mal schön. Ja, da muss der Martin schreien. Aber nein. Lass, komm, lass gut sein. Junge. Bitte, bitte. Ich kann's auch singen. Nein, nein, wir wollen heute keinen Gesang. Heute mal keinen Gesang. So. Das ist also, damit muss man hier rechnen, ne? Aber nun gut, man muss dann zwischendurch die Ohren mal auf Durchzug stellen. Der Jochen, der grinst schon so fröhlich vor sich hin. Es hat sich noch niemand von euch bereit erklärt, meine Lieben. Ihr steht nicht auf, ihr guckt alle weiter so fleißig nach unten. Wozu bereit erklären? Ja, zum Maßnehmen. Wir müssen gleich noch mal einmal so ein bisschen in der Mitte zusammenkommen. Da hätte ich euch auch gerne dabei, um noch mal
so ein kleines bisschen zu sagen, okay, worauf kommt es denn jetzt auch beim Maßschneider auch an? Und ich denke mal, das Thema Maß nehmen ist ja auch ein großes Thema, ein ganz wichtiges Thema. Und da hast du uns auch noch so ein kleines Messgeschirr mitgebracht und verrätst uns da vielleicht auch noch so den einen oder anderen Trick. Jetzt nicht nur beim Jochen, ich habe da hinten auch noch verschiedene große Büsten, da kann man schon mal sehen, aber ich glaube, wir wissen ja alle, wie unterschiedlich wir sind. Wir können es aber auch an der Büste zeigen. No, nee, das ist aber an Jochen viel witziger, oder? Also, oder wir nehmen einen von den jungen Damen. Also effektiver wäre es, wenn man es an einer weiblichen Person zeigen würde. Ja, dann wird es doch noch besser. Und zwar aus folgendem Grunde, einfach wegen dem Brustpunkt. Ja. Weil das Anspruchsvollere bei der beim Marschallhandwerk bei den Damen ist halt einfach der Brustpunkt, ist nun mal so. Mhm. Und da sind wir im Grunde auch ganz happy drüber. Ja, es kommt drauf an, je nachdem, wie viele Brustpunkte also, da sind. Also wie weit genau. Der entfernt ist oder wie viel der Umfang so hergibt. Mhm. Manche Brustpunkte. Und da sprechen wir im Schneiderhandwerk ja von Balancemaßen. Ja. Also es gibt ja nicht nur die Umfangsmaße, sondern es gibt halt auch die Haltungsmaße. Das heißt, habe ich einen runden Rücken oder stehe ich aufrecht? Und an welcher Stelle befindet sich mein Brustpunkt? Ja, das ist immer einfach so. Das ist also auch eine schöne Handbewegung. Ich hoffe, die Kamera hat die drin. An welcher Stelle befindet sich der Brustpunkt? Also das ist schon also sehr gut. Man merkt schon, dass wir Sekt getrunken haben. Nein, haben wir nicht. Das ist Brause. Prost. Es ist noch vor 20 Uhr. Jetzt kommt mein Sohn, ich habe ein bisschen Angst. Ja. Er grinst ja schon. Also. Weil man es besser an einer weiblichen Person zeigen sollte, könntest du das doch übernehmen, oder nicht? Ich soll ein Model sein. Ja. Aber meine Maße sind wirklich schrecklich. Das ist eine sehr gute Idee. Danke, Tristan, weil. Weil mein immer gerne. Ist deutlich zu erkennen. Reicht Hallo. Schon. Reicht schon. Du siehst aber, dass ich hier tatsächlich männliches Team habe, was irgendwie, ich weiß nicht. Oft von dir gefoltert wird. Gar nicht, ja, genau. Defizite aufweist, wollte ich mal sagen. Du bist deswegen ideal, weil du hast schöne Kurven. Ja, jede und, Menge. Du hast was Schwarzes an, also man kann daran das Messgeschirr gut erkennen. Okay. Und es ist dünn, was du anhast. So, das machen wir jetzt weil einfach. Sonst müsstest du dich nämlich ausziehen. Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Also wir gehen in die Mitte. Meine Lieben, kommt ihr mal einmal zu. Lasst eure Handarbeit mal eben liegen. Mhm. Ihr könnt es euch einmal anschauen, was eure Meisterin so macht. Und dann dürft ihr auch selber mal einmal kurz versuchen, und sagen, was ich für Körpermerkmale habe. Ich will das gar nicht wissen. Och, ich wusste es immer schon. Wo stellen wir uns am besten hin, liebes Kamerateam? Hier, dass die anderen noch so ein bisschen mitgucken können oder davor. So, wir bleiben so hier. Genau, wir fangen nur mal einmal. Dann schiebt das mal so ein bisschen hin. Ich nehme das mal hier ab. Und dann könnt ihr einmal so ein bisschen um uns rumkommen. Ja. Genau, am besten im Halbkreis, damit man euch in voller Pracht sieht. Und alle meinen Brustpunkt noch einen finden könnt. So, und zwar ist das hier so eine Messschablone oder ein Messgeschirr, das wir entwickelt haben, auch für die Unterrichtszwecke oder für die Ausbildungszwecke, sowohl im Atelier als auch mit den Meisterschülern. Und unsere Meisterschüler sind natürlich schon Profis im Maßnehmen, weil das Maßnehmen ist Unterrichtsbestandteil der allerersten Unterrichtseinheit. Sofort als allererstes fangen wir an mit dem Maßnehmen, weil wir wären ja keine Maßschneider, wenn wir nicht Maßnehmen würden. Das Maßnehmen ist halt ganz, ganz wichtig, weil wir für jeden Auftrag oder für jedes Modell, für alles, was wir anfertigen, ein Schnittmuster anfertigen, genau auf die Maße des Kunden. Mhm. Ne, und das wird zum einen manuell gemacht, also wir nehmen keine fertigen Schnittmuster, sondern es wird manuell gemacht. Oder, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, gerade hier bei der Handwerkskammer Dortmund, dass die Schnittmuster per CAD-System am Bildschirm erstellt werden. Also Handwerk 4.0 hält auch im Maschinenhandwerk Einzug. Ja. Und die Schnittmuster werden digitalisiert und dann halt auf einem großen Plotter ausgeplottet. Ja. Und das ist auch prüfungsrelevant, das wird auch abgeprüft. Das ist mittlerweile drin, ne? Also ohne CAD-System, also Computer Aided Design, für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Das heißt, man hat hinterher die Maße im PC und kann dann da auch noch so ein bisschen weiter rumspielen und die Schnitte variieren. Das heißt, die Grundschnitte kommen dann da rein und dann kann man auch variieren. Oder ist das eher nur der Grundschnitt oder alles? Also, das ist alles möglich, also grenzenlos. Aber wird dann auch gelehrt? Ja. Das ist mit zum Fach. Wird gelehrt, das ist Unterrichtsbestandteil mit 120 Stunden, also sehr zeitintensiv. Macht das Spaß? Ja. Okay, falls Frage. Also es ist Das ist Geschmackssache. Das ist
Genau, also oder? Für viele ja. habe ich so das Gefühl. War wirklich anstrengend am PC. Man musste sich halt erstmal reinfuchsen. Mhm. Also es ist doch noch irgendwie was anderes, wenn man so handwerklich ausgebildet ist, dann zu sagen, ja. gut, jetzt PC mhm. und das Ganze ein bisschen anders aufzuschlüsseln. Ja, ja zudem ja. kommt ja auch der Unterricht nochmal dazu, dass es halt dann eine Woche wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends dann am Rechner ist. Dann ne? freut und ihr euch, dass ihr, wenn ihr nach Hause fahrt, wieder eure Knopflöcher stecken genau. könnt. Ah, ja. Das ist aber auch nochmal ein Beispiel dafür, was ich vorhin gesagt habe, dass es uns so gelingen muss im Handwerk, den Spagat zwischen rationell und traditionell zu finden. Mhm. Und das ist halt einfach eine sehr rationelle Methode, wo ich also wirklich dann halt am Computer mein Schnittmuster erstelle. Und es ist auch zeitgemäß. Ja. Also trotz aller traditionellen Verbundenheit müssen wir uns auch zeitgemäß präsentieren. Also einmal macht uns das als Arbeitgeber für Mitarbeiter attraktiv. Ja. Und man kann halt auch bei Kunden damit punkten. Also dass wir also kein verstaubtes Handwerk machen, sondern ja. wirklich, also auch das Schneiderhandwerk präsentiert sich ganz, ganz modern in ganz innovativen Betrieben. Das heißt, und du möchtest die Leute auch, den Zuschauern ja. auch vielleicht noch sagen, kommt ins Handwerk zurück oder gar nicht? Auf jeden Fall, natürlich. Ja? Natürlich. Kleine Kamera. Ja, natürlich. Also, ja. Ja, genau. Jetzt ist ein anderer. Also super. Ich finde nichts Schöneres, gerade so im Zeitalter der Akademisierung, ja. als sich für einen Beruf im Handwerk zu entscheiden. Mhm. Also es gibt meines Erachtens kaum was Schöneres, weil da kann ich mir selbst meine Erfolgserlebnisse verschaffen. Das stimmt. Ich freue mich ja auch ja. immer, dass wir UNE machen können und die Leute, die ja. vielleicht am PC sitzen, hinterher sagen, okay, ich mache aber das als Hobby wenigstens. Ich finde ja. auch, es gibt nichts Schöneres als Nähen. Aber als Beruf das zu haben, ist natürlich die Erfüllung. So, jetzt geht's los. Ja, also wir genau. nähern uns dem Ende der Sendung und ich werde jetzt vermessen. Oh, wie macht eine Großaufnahme auf so. Meine Maße. Das ist nämlich hier ganz praktisch. Man kann das jetzt hier so zuklettern. Ja. So. Und jetzt kann man hier die Maßbänder schon an den Brustbund hängen. Du kannst ruhig, ist alles gut. Ich bin Kummer ja, gewöhnt. Genau. Also und ich weiß ja auch, worum und es geht. Aber wenn man jetzt ja. eine pingelige Kundin mhm. hat, das ist ja auch für euch ganz wichtig, ne? Ja. Da kann man ja jetzt erstmal nicht so hergehen und ja. sagen, so hier und da und so. Dann sind ja auch manche vielleicht so ein bisschen genannt. Habt ihr mal einen ja. Witz auf Lager? Wie lockerst du die Leute durch? Also ich weiß nur vom Maßnehmen her, also wenn sie dann jemand Maßnehmen lässt, ich hätte ja nicht, die stehen dann erstmal alle so angespannt da ja. und schwupps habe ich eine andere Haltung. Ja, da sind Männer und Frauen sehr unterschiedlich. Okay. Also Frauen sind sehr empfindlich, auch was ihr Spiegelbild und Berührung betrifft. Und wenn ich zu den Männern sage, darf ich sie jetzt mal umarmen, dann sagen die noch, gerne. Deswegen bin ich doch gekommen. Also liebe Männer, ne? auf ins, oh, ins Maß, also ja. ich mag das nicht. Richtig. So, genau. Ja, du hast eine ganz schmale Taille. Ich habe also ja. hab noch ganz viel Maßband über. Im Verhältnis ja, zu meinem so. Gesäß. Der Alex bricht gleich hinter seiner Kamera so. Zusammen. Aha. Du weißt jetzt nicht, auch. Wie viel Zeit wir noch haben, Britta. Was ach, ich wir alles haben, da wir keinen Timer haben, die erklären. Regie, und es ja gerade lustig wird und meine männlichen Kollegen schon über mich lachen, machen wir einfach weiter. Ja? Mhm, gut, okay. Also wir haben auch deswegen zwei Maßbänder, weil man ja. sofort erkennen kann, ob du schief wärst, aber bist du nicht. Also ja, deine Brustpunkte sind auf derselben Höhe. Ja, das ist schon mal schön. Ich habe Brustpunkte auf derselben Höhe. Das wollte ich genau. immer schon in die Kamera sagen. So. Jetzt kann ich dich noch mal hier so umarmen. Umarm mich. Die Arme wieder runter machen, Britta. Ja. Ja, so. Jetzt kann ich halt hier wunderbar also deine Oberweite ablesen. Wir nehmen aber das die Maß, Schere raus. Das Maß auch. Steht hinten, das deswegen sagen wir das jetzt sag das nicht, hinterher ja, geht genau. nur einer mit der Kamera so. Nach hinten. Du darfst ja, dir nicht so viele Tipps geben hier. Genau. Also das ist jetzt aber erstmal auch nur der Anfang. Also das wird sehr akribisch und sehr detailliert. Wir haben auch eine Maßtabelle dazu erarbeitet. Die ist jetzt speziell, die ihr auch benutzt. Die benutzen wir. Jetzt zeigt auch nochmal, damit man auch mal genau. sieht, im Gegensatz ist, jetzt zu diesen ja. ganzen Schnitten, die man sonst immer so auskopieren kann, ja. wie detailliert das auch wirklich alles ist, ja. wie viele Maße es gibt und genau. nicht nur mhm. hier Brustumfang, ja. Taille, Gesäß, mhm. Gesamte Länge, nee, ja. da gibt es schon noch ein paar Sachen. Auf jeden Fall. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wir sprechen halt auch von Balancemaßen, die sind halt ganz wichtig. Ja. Ne? So, und es sind halt insgesamt also 23 Maße, die genommen werden. Ja. Und das ist quasi die Basis für eine perfekte Passform. Also das Maßnehmen ist das A und O. Erst kommt das Maßnehmen, dann kommt der Schnitt und dann kommt die Ausführung der handwerklichen Arbeit. Ja. Und all das, die Summierung dessen, führt zu einem tollen Beruf. Tollen Beruf ja. und zu einem schönen Endergebnis. Das stimmt. Aber ich erlöse dich jetzt nein, wieder. Nein, nein, komm, mach mal weiter. Nein, jetzt wollen wir noch ein bisschen, wollen wir jetzt noch sehen. Wir wollen jetzt noch die Balancemaße ja. haben. Also ups. Nachdem wir jetzt... Oh, ja, du darfst natürlich nicht so zappeln. Ich darf nicht, ja, das ist so. Also ich bin durchgelockert. Ja. Mhm. Viele Kunden ja. sind das nicht und da muss man halt immer gerne einen Witz erzählen. Macht ihr ja. das auch? Habt ihr einen Witz auf Laber, einen kurzen, dass die Leute von dieser Position in die lockere gehen? Lernt man das auch im Atelier, Inge?
oder eher nicht? Oder dauert das so ein bisschen, bis man das Gefühl hat, oder mit der Kundin klarzukommen? Weil ich finde es ganz wichtig, so der erste Berührungspunkt. Ja. Aber das kommt. Also wir sind alle nicht ängstlich im Kundenkontakt, würde ich mal sagen. Und das ergibt sich ganz schnell, mit der Kundin locker zu werden. Das ist aber wirklich sehr wesentlich, denn wie du es gerade gesagt hast, die stehen dann wirklich schon so angespannt und ziehen alles ein. Genau, ich versuche, ich lasse einfach jetzt alles so baumeln, wie es baumelt. Es ist jetzt auch völlig egal. Und das kenne ich nämlich halt auch, dass die Leute sich dann auch aufrichten. Und ich bin ja auch eher rund. Und eigentlich muss man so lange erzählen, bis alles so locker ist, dass die Schultern auch wirklich so nach vorne dass baumeln. Dass wir dann mit Teil noch was essen können. Genau. Ich sehe gerade, dass Virginia hat ja noch ein Maßband umhängen. Virginia, vielleicht möchten Sie einfach mal die Schulterbreite und die Ärmellänge messen. Genau. Ja. So, das muss ich ja nicht alles selber machen. Genau, dann können wir auch gleich nochmal gucken. Das ist unter den kritischen Augen von Inge sollte wird das jetzt versucht zu vermessen. Diesen Punkt bei dem Messgeschirr, richtig? Ja, alles richtig. Alles richtig. Erklär mal, was du machst. Okay. Ja, genau, von da. Ja, genau. Ja, also ich setze das am Ende des Maßgeschirrs, setze ich das Anfang des Maßbandes und halt dann praktisch meinen Finger auf den Schulterpunkt, sodass das Maßband locker runterfällt. Dass das jetzt nicht sich da abzeichnet am Ärmel, sondern dass das eben schön locker runterfällt. Somit finden wir dann die Schulterbreite. Die wäre jetzt hier ungefähr bei 16. Und dann kann man nämlich hier direkt, jetzt müsstest du den Arm einmal ein bisschen anwinkeln. Das ist wichtig, dass man den Arm anwinkelt, sagt das ruhig. Das ist beim Maßnehmen ganz wichtig. Dann kann man direkt einmal bis zum Ellbogen messen. Dann hält man hier fest und misst dann weiter bis zum Handgelenk. Das wären jetzt hier ungefähr so bei 74,5. Jetzt muss man aber allerdings beachten, dass man die Schulterbreite da wieder abzieht. Ja. Das sind dann die 16 cm. Genau, und dann haben wir 74 minus 16. So, wer schreit es als erstes raus? 58. Super. Ja, man hat ja immer, also wichtig ist genau, dass ihr so so Körpereckenpunkte nehmt, ne? Also wie den Handwurzelknochen und die Und eben das Angewinkelte, weil wenn man die jetzt so gerade hält, dann ist der natürlich kürzer, der Ärmel, als wenn man den Ärmel anwinkelt. Genau, man sollte ja auch beim Autofahren den Ärmel dann nicht hier sitzen haben. Ne? Die Frau sollte fährt ja mittlerweile sitzen. Auto. So, haben wir noch was, was ganz wichtig ist, was auch auf die Balance noch zu sprechen kommt, was jetzt auch den Maßschnitt ausmacht. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Du wärst auf jeden Fall als Maßkundin viel zu zappelig. Also ja, ich muss jetzt ich bin die zappelig. Maßbänder sitzen schon gar nicht mehr da, wo sie ursprünglich gesessen haben. Ja, so bin ich. So, ja. Ich bin zappelig. Und vielleicht kann man dich mal von der Seite anschauen. Welche Kamera wäre das? Ja. So, weil angenommen, du hättest jetzt einen runden Rücken. Kannst du es mal simulieren? Ich habe den. Also mach mal richtig rund. So, genau. Ne, jetzt sieht man ja, wie sich das verändert. Jetzt brauchen wir also hier hinten wesentlich mehr Länge. Und hier vorne, können wir das jetzt über, hier vorne können wir jetzt ziehen. Ja, genau. Ne? Und das sind Balancemaße. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel jemand wärst, der ganz selbstbewusst ist und ganz aufrecht steht, so wie du sonst auch. Ich zieh mal nach und werde meinen Brustpunkt mal erheben. Ne? So, und jetzt sieht man sofort, aha, jetzt haben wir hier hinten Überstand, jetzt wird es hier kürzer und jetzt brauchst du aber hier mehr Länge. Genau. Ne? So. Und deswegen kann ein Schnittmuster im Grunde gar nicht, also ein Standardschnittmuster gar nicht für jeden Typ passen. Ja. Das ist halt auch das Ergebnis, warum man Menschen, wenn die durch die Stadt gehen, sieht, wo halt hinten das Sakko absteht oder wo das vorne hochgeht oder wo ein das wirkt, wenn man am Tisch sitzt. Das liegt halt einfach daran, dass ein Passformproblem in den Balancemaßen ist. Aber das ist nochmal ein sehr anspruchsvolles, separates Thema und wir können ja dazu nochmal einen Workshop hier bei dir machen. Gerne. Dann haben wir einen Grund zum Wiederkommen. Auf jeden Fall. Ach, ich habe ganz viele Gründe zum Wiederkommen. Ja. Also ich meine, dich wieder einzuladen, so gesehen. Ich bin ja dann doch noch ein bisschen länger hier vielleicht. Ja. So, jetzt befreie mich mal von diesem Taillenmaß. Ja, genau. Ich habe irgendwie... So, du hast tapfer durchgehalten. Ich halt immer tapfer. Und das war jetzt auch wirklich nur ein grobes Anreißen. Ne? So, und das müsst ihr auch alles lernen, ne, meine Lieben. Das ist ja schon eine schöne Sache. Ich stelle jetzt mal diese wunderbare Puppe einfach weg, weil wir so langsam zum Ende kommen tatsächlich. Wir haben nämlich jetzt den Höhepunkt der Sendung, meinen gehobenen Brustpunkt, alle gefunden, was schon mal sehr schön ist. Ich möchte einfach mal die Uta mit ins Bild bitten. Komm. Ja, wie was? Ja. Komm, du hast zwar kein Mikro, aber das macht nichts. Komm einfach mit ins Bild. Ich freue mich, dass du da bist und zur Blusensendung auch wieder dabei bist, ne, damit wir weitermachen. Und wir haben nämlich auch schon drüber gesprochen. Die Uta hat nämlich eine Bluse genäht und fängt gerade an zu nähen. Und da haben wir nämlich auch schon in der Vorbesprechung gesagt, ja, da müssen wir noch ein bisschen ändern, weil nur nach einem Schnittmuster, nach einem gekauften Nähen ist dann das eben doch nicht. Aber dadurch, dass du dann da bist, werden wir dann die entsprechenden Feinheiten auch rausarbeiten. So, wen habe ich denn noch? Mein Einhorn. Ja, komm an meine Seite.
Genau, du kommst geschwebt. Ja. So, ich finde, das ist ein ganz grandioses, gelungenes Abschlussbild für heute. Und es hat mir mega, mega, mega viel Spaß gemacht mit euch und mit dir besonders. Ich freue mich. Ich nehme mich jetzt einfach mal so hier um die Taille. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben ein paar Fragen beantwortet. Sonst weiter fleißig in den Chat. Ich drücke euch. Ich habe jetzt gar nicht so großartig, bin ich auf euch eingegangen. Aber hat noch jemand was zu sagen? Will jemand wen grüßen? Irgendetwas? Nee. Wir wünschen allen natürlich toi, toi, toi für die Meisterprüfung. Das also das sind hier die Meister von morgen, also die wir hier sehen, links und rechts. Okay. Also Julia hat alles gesagt. Julia war richtig, ne? Ja. Julia hat alles gesagt. Man muss immer sein Handknopfloch Stickarbeit mit dabei haben. Immer dabei haben. Immer dabei haben. Dann klappt es auch mit den Kontakten. Ansonsten, falls jemand Interesse hat, könnt euch bei mir melden. Es ist kein Heiratsvermittlungsinstitut, aber na gut, man weiß ja nie. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Ihr habt noch wie viel Zeit vor euch, bis es los, bis eure Prüfung ansteht? Zwei Monate. Also ihr werdet jetzt im Sommer fertig. Mhm. Ich drücke euch die Däumchen, dass die ganz, ganz, ganz toll wird. Ja, und ich glaube, ihr habt tolle Lehrer und es macht mit Sicherheit auch ein bisschen Spaß. Und ihr seid ganz unter einer harten Qualitätskontrolle, was nicht das verkehrt stimmt. ist. Ja. So. Die härteste. Die härteste Qualitätskontrolle Deutschlands. Auch für euch nochmal alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ihr dürft auch gerne wieder ins Blabla-Café zu Oné kommen. Wenn ihr mal Lust habt, kommt vorbei. Hier beißt keiner, ihr habt es gemerkt, ne? Ja. Auch wie schön, alles Gute für die Prüfung kommt ja auch noch mal im Chat. Ganz toll. Ja, genau. Vielen Dank an euch da draußen, die ihr so fleißig zugeschaut habt, ans ganze Team mal wieder, an den Kurt, der uns wunderbar begleitet hat. Und habe ich irgendjemanden vergessen? Den Jan habe ich auch nicht vergessen. Dich, großes Dankeschön auch an dich als tolle Moderatorin. Dankeschön. Na, wenn man so ein tolles Team hat, ist das auch, macht es auch doppelt so viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder und dann haben wir ein Taschen-Special. Und zweimal hintereinander gibt es Taschen. Taschen, großes Thema. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und immer schön dran denken, der Dörntex Design Award, der braucht noch Kostüme. Unbedingt. Genau, ich würde sagen, wir winken alle in die Runde und euch toi, toi, toi und danke fürs Dasein. War super, gerne. Hat Spaß gemacht. Und das hat der Kleber Tschüss. 1. Freunde der geraden Naht. Bei Oné arbeiten wir mit Madeira-Garnen, hochwertigen und strapazierfähigen Garnen aus verantwortungsvoller Produktion aus Deutschland. Ihr könnt sie auch bedenkenlos für eure Babykleidung benutzen. Jede Art von Kreativität macht mehr Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt. Bei unseren Yukine-Maschinen stimmt es einfach. Sie nähen alles, von Tüll bis Leder. Sie sind einfach und übersichtlich zu bedienen, egal ob du Anfänger oder Profi bist. Meine Projekte lassen sich jetzt ohne Kompromisse umsetzen. Das Nähen an unseren Yukine-Maschinen macht einfach Spaß. Mich und meine Gäste bei Oné haben sie überzeugt. Kreativität ohne Kompromisse. Das Leben ist bunt. Für alle, die Spaß am Selbermachen haben, hilft die neue Love-Serie von Prüm, den grauen Alltag zu vergessen. Das farbenfrohe Design dieses Nähzubehörs lässt beim ersten Anblick Freude aufkommen und macht Lust, kreativ zu werden. Also genau das Richtige für uns bei Oné. Hilco Stoffe unterstützt unsere Leidenschaft fürs Nähen. Diese farbenfrohen Muster aus eigenem Design lassen keine Wünsche offen. Das Familienunternehmen steht für Stoffe aus verantwortungsvoller Produktion aus Europa. Mehrmals im Jahr entwickelt Hilco mit bekannten Kreativpartnern, wie zum Beispiel Hamburger Liebe, neue Kollektionen für euch, die euch bestimmt inspirieren werden.